Herzlich willkommen zu unserem Schurfix am Badeschiff. Wir freuen uns riesig, es ist heute ein ganz besonderer Schurfix, der Sektion 8, sowas. Schurfixes haben wir viele, die Gäste haben wir selten. Also herzlich willkommen zu unserem Schurfix mit Julian Hessenthaler und Jan Greiner. Dass das heute standkommen ist, ist sehr, sehr großartig. Ich darf euch kurz ein bisschen sagen, wie das heute abläuft. Die hier sind, sehen uns und unser, das, was wir hier machen, ist das, was wir üblicherweise alle 2-3 Wochen machen. Üblicherweise machen wir das als Sektion 8 mit weniger drumherum. Wir sehen uns alle 2-3 Wochen mit interessanten Gästen. Heute haben wir es ein bisschen anders, heute mal Gästeliste, weil wir schon so viele Anmeldungen gehabt haben. Ich freue mich für alle, die einen Platz gekriegt haben. Die keinen Platz gekriegt haben, tun uns leid, aber wir nehmen auf und wir stellen es morgen online. Also auch eine Info an alle, ihr werdet hier nicht, wir werden hier aufgenommen, aber es gibt morgen das Video dazu. Für den heutigen Abend nur als organisatorischen Input, es wird so ablaufen, dass wir zuerst hier am Podium eine Stunde circa mit Fragen von mir an die beiden durch den Abend gehen. Und dann werden wir natürlich die Frage an das Publikum erweitern und dann nochmal Fragenrunden an die beiden. Ich bin mir sicher, ihr habt sehr viele Fragen. Und dann gehen wir in einen gemütlichen Teil und trinken hoffentlich noch alle ein Bier gemeinsam. Ja, für einen Moment darf ich meine zwei Gäste hier einzeln vorstellen. Ich fange mal auf der linken Seite von mir an mit Julian Hessenthaler. Und ich glaube, man kann sagen, Julian Hessenthaler war bis vor wenigen Jahren keine Person, die die Öffentlichkeit sehr stark gesucht hat. In Österreich ist er jetzt doch zu einer gewissen Bekanntheit, Berühmtheit gelangt, als Mitinitiator und Umsetzer des Ibiza-Videos, welches bekanntermaßen nicht nur die Korruptionsanfälligkeit von Strache und Gudenus auf Video festgehalten hat, sondern irgendwie zu einer wahren Kettenreaktion geführt hat, zu einer wahren politischen Kettenreaktion, wo man rückblickend so sagen kann, ja, ohne deinen Mut, ohne deine Kreativität hätte es das Video nicht gegeben. Ohne dem Video hätte man wahrscheinlich noch immer schwarz-blau. Und es hätte keine Untersuchungsausschüsse gegeben, es hätte vielleicht keine Chats gegeben, die das alles festgehalten haben, was vorher nicht mal viele vermutet haben. Und wahrscheinlich hätte die WKStA etwas weniger Überstunden gehabt. Julian Hessenthaler, du hast viel riskiert, du hast persönlich einen ziemlich hohen Preis für deinen Einsatz gezahlt. Wir freuen uns auf mal riesig, dass du da bist. Ein Applaus, danke. Auf der rechten Seite von mir sitzt Jan Greiner. Das ist eine Person, die das Licht der Öffentlichkeit in den letzten Jahren durchaus gesucht hat und eine öffentliche Person nicht nur im sozialdemokratischen Kosmos ist. Ich habe mir überlegt, wie ich schreiben soll, aber es stimmt halt irgendwie auch. Jan Greiner ist ein sozialdemokratisches Urgestein inzwischen. Ich habe es nachgeschaut, was du alles für Positionen gehabt hast. Ich zähle sie jetzt nicht alle auf. Aber man kann sagen, derzeit wichtigster ist, du bist Abgeordneter im österreichischen Parlament. Seit 2007 bist du Budget- und Finanzsprecher der SPÖ. Seit Dienstag bist du ganz neu im Parlaments Clubpräsidium. Und aufgrund deiner vielen, auch das habe ich mir jetzt wieder angeschaut, Tätigkeiten als Fraktionsführer in diversen Untersuchungsausschüssen der letzten Jahre schon, habe ich letztens gehört, dass man dich Mr. Untersuchungsausschuss nennt. Und du dadurch einfach schon sehr viel Bekanntheit erlangt hast, speziell hier sehr relevant, warst du Fraktionsführer der Untersuchungsausschüsse im Ibiza-Untersuchungsausschuss und ÖVP-Antikorruptionsuntersuchungsausschuss. Man kann nämlich sagen, deine Hartnäckigkeit und deine Fähigkeit, sich durch Aktenberge zu wühlen, muss circa so groß sein wie deine Leidensfähigkeit, wenn die ÖVP schon wieder die Untersuchungsausschüsse torpediert. Wir freuen uns auch bei dir. Riesig, dass du da bist. Super, dass dieser Abend so funktioniert hat. Und herzlich willkommen.
Vielen Dank. Als Einstieg habe ich mir gedacht, wie ist das so? Wie ist das so bei unseren Eltern gewesen? Worüber reden die recht oft? Woran erinnern sie sich, wo sie waren, zu was für Zeitpunkten? Und ich finde, in meiner Elterngeneration ist das immer so, die können sich am besten daran erinnern, wo sie waren, als John F. Kennedy ermordet wurde. Da weiß jeder, wo er war bei meinen Eltern. Unsere Eltern alle. Ich finde, in unserer Generation, meine Beobachtung, vielleicht ist es bei euch ähnlich, wissen die Leute momentan zwei Sachen. Das eine, worüber geredet wird, ist, die Leute wissen, was sie am 11. September gemacht haben, als die World Trade Centers zusammengebrochen sind. Das andere, als näherer Vergangenheit ist, die Leute wissen, was sie gemacht haben, als das Ibiza-Video publik gegangen ist. Deswegen so der Einstieg ist, Julian, du warst wohl einer der wenigen, die nicht überrascht waren. Was hast denn du an dem Abend gemacht, als das online gegangen ist? Ich war tatsächlich in Murnau, das ist so ein kleiner Vorort, 30 Kilometer vor München am Staffelsee. Ich hatte mich dort eingemietet über einen befreundeten Anwalt in eine Ferienwohnung und habe also bis kurz vor Release mich in den SZ-Büros aufgehalten und bin dann da rausgefahren und war zum Release dann da draußen. Habe im Prinzip eigentlich die diversen Laptops, also ich glaube drei Laptops und so zwei Fernseher auf den verschiedenen Kanälen laufen gehabt. Sehr viel mit Refresh gearbeitet. Zwangshalber, dann, ich hatte den dummen Fehler begangen, dass ich darauf bestanden hatte, die Freigaben an internationale Medien einzeln zu zeichnen. Dazu wurde eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Ich hatte damit gerechnet, dass so die großen europäischen Medien anfragen würden. Das Problem war, es kamen dann eigentlich rund um die Uhr von südkoreanisch bis peruanisch bis keine Ahnung was, die alle einzeln gezeichnet werden mussten und einzeln eine bestimmte E-Mail-Adresse weitergereicht werden mussten und einzeln confirmed werden mussten, was ein ungeheurer Aufwand war, den ich relativ gehasst habe, relativ schnell. Und das war meine Tätigkeit eigentlich, also damit habe ich meine Zeit verbracht. Jan, ich schätze, du warst überrascht. Was war dein Tag damals? Also ich glaube, es war ein Freitag, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ich war ungewöhnlich früh zu Hause, nämlich kurz vor sechs. Und ich habe so einen Kleingarten in Otterkring und bin auf der Terrasse gesessen. Und ich glaube, um 18.02 Uhr oder 18.03 Uhr ist das erste WhatsApp gekommen mit, schaut euch das an, aus so einer Fußball-Hooligan-Gruppe. Und ja, dann war der Abend gelaufen. Habe ich wahrscheinlich das gemacht, was alle gemacht haben, mir das mal angeschaut und das nicht wirklich glauben können, dass das echt ist. Also ich habe schon, man weiß, dass es echt ist, aber man glaubt nicht, dass es echt ist. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich so ein bisschen Déjà-vu-Erlebnisse hatte. Das ist ja auch alles passiert, aber ein bisschen anders. Also die Heidi Horten hat ja wirklich gespendet, aber nicht an die FPÖ, sondern an die ÖVP. Und die Kronenzeitung wurde ja wirklich die Hälfte gekauft, aber nicht von irgendeinem russischen Oligarchen, sondern von einem österreichischen Oligarchen, der eher der ÖVP nahesteht. Und also das war so meine Gedanken. Das ist ja alles ein bisschen passiert, aber ein bisschen anders. Dankeschön. Wenn man so deine Interviews verfolgt oder vielleicht deine Sky-Production anschaut, dann hört man so raus, dass du eigentlich damals nicht, also beim Anfertigen des Videos und auch beim Durchschauen, nicht so hundertprozentig zufrieden warst, was da eigentlich drauf ist. Also nicht das gefilmt hast, was du dir gehofft hast. Retrospektiv muss man fast ein bisschen lachen drüber, wenn man dich so sieht. Aus deiner Sicht, was war denn der Moment, wo du irgendwie dann mitgekriegt hast, es ist eh mehr als genug und das zieht Kreise, die du vielleicht in dem Moment gar nicht geglaubt hättest? Na gut, mehr als genug war, mein Gott, was ist mehr als genug? Also der Punkt war, es war irgendwann spätestens im Frühjahr 2019 absehbar oder anzunehmen zumindest, dass diese Kombination mit dem Material des Herrn Rieberich, des Bodyguards des Herrn Strache, nicht funktionieren würde wie geplant. Dass man also nur mit dem Video nach draußen gehen würde und das Video war tatsächlich in meinen Augen, gab nicht das wieder, was eigentlich
die Umfänglichkeit des Gesprochenen dargestellt. Also die Umfänglichkeit dieser Treffen mit all ihren verwerflichen Thematiken war auf diesem Video bei weitem nicht so eindeutig gebannt, wie ich sie persönlich wahrgenommen hatte, wie die Beteiligten sie persönlich wahrgenommen hatten. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt war, dass immer das Gefühl herrschte, sowohl bei mir als auch bei den anderen Leuten, die an den drei, also speziell auch bei dieser Oligarchin eben, dass der Herr Strache nonverbal immer sein deutliches Ja gegeben hatte und wohl auch bereit gewesen wäre, es verbal zu geben, hätte man mehrere Anläufe gehabt. Er war halt an dem Abend, warum auch immer, nicht geneigt, was man ihm eigentlich auch nicht vorwerfen kann, es war eh schon absurd. Also er ging eh schon absurd weit eigentlich an, für einen Abend, an dem er jemanden kennenlernte. Der hat uns vorher nie gesehen, er kannte uns nicht, er wusste nichts von uns. In Anbetracht dessen sprach er doch sehr, sehr offen, sagen wir mal. Aber es war halt meine einerseits Ambition und andererseits mein Gefühl, dass man hier deutlich mehr hätte kriegen können. Und das war auf dem Video eben nicht gebannt. Ich habe mich auch damit abfinden müssen, dass entgegen meiner Erwartung das Video aufgrund der Ausgestaltung des Korruptionsstrafrechts in Österreich eben keine Straftatbestände aufwarf. Also weil eben diese Vorabskorruption in Österreich wohl deutlich, deutlich rückständig ist, sage ich mal, die Gesetzesprechung dazu. Und das war eben die Situation und dementsprechend ging ich davon aus, also es wurde natürlich vorab relativ intensiv diskutiert, auch mit den Medien, also ich weiß, wir hatten, ich persönlich speziell hatte relativ intensive Diskussionen mit den Obermeiers und auch mit Teilen des Spiegel-Teams. Wir waren unisono der Meinung, dass wenn der Strache zugestehen würde, dass er dieses Treffen gehabt hätte, weil es gab tatsächlich davor Informationen über diverse Ecken, dass es Versuche geben würde, rückdatierte notarielle Schriftstücke zu produzieren, die im Prinzip darstellen sollten, dass der Herr Strache und der Herr Gudenus dieses Treffen damals schon als Falle wahrgenommen hatten und quasi nur sehen wollten, wie weit das ging und sich damit also quasi rückabsichern wollten, indem sie das beim Notar dann natürlich rückdatiert, weil wir wussten halt, dass das nicht so war, versichern hätten lassen wollen, dass sie eben das mitbekommen hätten und dann im besten Falle noch mit einem behördlichen Schriftstück der Polizei das dann noch belegen könnten, dass sie damals eine Anzeige gestellt hätten oder sonst was. In dem Moment, wo also klar war, dass der Herr Strache das bestätigt hat, dass Treffen stattgefunden hat, war klar, dass er rücktrittsreif war. Es war nicht klar, dass es so schnell gehen würde. Wir hatten gerechnet mit 2 bis 6 Wochen Zeitrahmen. Für mich persönlich war es sehr gelegen, dass er schnell zurücktrat, weil wie gesagt, meine große Sorge war immer, dass ein angeschossener Herr Strache eine deutliche Gefahr darstellen würde für uns. Und so gesehen, ja, das war der Rücktritt der Regierung kurz, war also nicht dezidiert nicht am Plan von irgendjemandem. Auch nicht der Medien, glaube ich. An dich gefragt, du hast vorher gesagt, du warst in einer Kleingartensiedlung und hast von einer Fußballgruppe die WhatsApp gekriegt und bist da reingetaucht. Was war so der erste Gedanke, du hast gesagt, ja, das ist irgendwie eh so passiert, dass es ist anders passiert, aber es hat dir irgendwie an Vorkommnisse erinnert, die du eigentlich ja beobachtet hast. Was war so der Moment, wo für dich klar war, das bleibt nicht beim Strache, das zieht weitere Kreise? Also dass der Strache und der Gudenus zurücktreten müssen, wurde in der WhatsApp-Gruppe, in dieser Hooligan-WhatsApp-Gruppe, nach, glaube ich, 25 Minuten war die Diskussion erledigt. Die zwei sind tot, ja, politisch. Dass die Dynamik, die es dann in den nächsten Tagen gegeben hat, da war ja dann noch die Wahlen zum Europäischen Parlament und dann kam diese Expertenregierung mit lauter ÖVP-Lern, also so eine Art ÖVP-Alleinregierung, die haben ja dann noch darauf bestanden, dass der Kickl, also quasi darf nicht mehr Innenminister sein, mit dieser absurden Argumentation, die Polizei ermittelt gegen seine Parteifreunde und das geht ja nicht, die kann ja nicht unabhängig ermitteln, wenn der Kickl Innenminister ist. Deswegen absurd, weil das war dann vollkommen egal, wie es um die Ermittlungen gegen Kurz gegangen ist. Da konnte natürlich der Nehammer ohne Problem Innenminister bleiben, obwohl er genauso Generalsekretär war zu dem Zeitpunkt, als die Vorwürfe gekommen sind. Das hat dann einfach zu dieser Dynamik geführt, dass die
Regierung dann auch einen Misstrauensantrag bekommen hat, also die gesamte Regierung, und die dann zur Gänze einfach quasi aus dem Amt war. Und dann kam eben diese Expertenregierung mit einer Neuwahl, die jetzt nicht so ideal ausgegangen ist. Und, aber für uns war klar eigentlich, dass wir zum erstmöglichen Zeitpunkt uns anschauen wollen, war das nur ein Gerede oder ist das tatsächlich passiert? Und wir halt auch nicht nur die FPÖ anschauen wollten, sondern auch die ÖVP, weil wir eben den Eindruck hatten, es ist schon passiert, ähnliche Sachen, aber eigentlich auf ÖVP-Seite. Ja, und das haben wir dann zum erstmöglichen Zeitpunkt gemacht. Nach der Wahl konnten wir das gar nicht mehr alleine machen. Und nachdem wir an und für sich recht gut kooperiert haben mit den NEOS beim BVT-Untersuchungsausschuss und vor allem jetzt auch persönlich mit der Steffi Christler und ich uns, glaube ich, ganz gut auch ergänzen, haben wir das dann relativ schnell vereinbart, dass wir das einfach zu zweit machen. Also jetzt NEOS und SPÖ und haben ein bisschen eine, also wir haben ein sehr gutes juristisches Team, weil klar ist seit BVT, dass die ÖVP hier versucht, möglichst jeden Untersuchungsausschuss vor den Verfassungsgerichtshof zu bringen und zu beeinspruchen. Und ja, haben dann ein bisschen natürlich Zeit investiert, um das juristisch sauber zu machen. Und dann haben wir gesagt, wir wollen das tun. Und dann ging, sage ich mal, die politische Aufarbeitung los. Danke. Du hast jetzt schon zu den Untersuchungsausschüssen übergeleitet. Damit folge ich dir da auch mit der Frage. Als politisch sehr interessierte Person, die durchaus viel von dem Ganzen verfolgt. Jetzt ist doch wieder der Ibiza-Untersuchungsausschuss ist schon 2-3 Jahre her. Der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss ist kurzem zu Ende gegangen. Retrospektiv, wenn man jetzt wirklich nicht nachliest und sich überlegt, was ist denn da wirklich hängen geblieben, was ist da passiert, was ist aufgekommen, finde ich, zuerst sind es die Anekdoten. Zuerst sind es die Sachen, dass der SMS-Saga von Hure der Reichen, oder kommt in Erinnerung, dass der Blümel mit seinem Laptop und dem Kinderwagen spazieren gegangen ist, oder es passiert, dass man hat das Bild im Kopf, dass ein Kurzmitarbeiter panisch Druckerfestplatten geschreddert hat. Aber das soll es ja eigentlich nicht sein. Es sollte ja nicht nur diese Splitter an Anekdoten sein, sondern es sollte eigentlich eine große Erzählung zurückbleiben. Und die würde ich eigentlich gern von dir hören. Was ist denn das Große, was wir alle mitnehmen sollten, was in den Untersuchungsausschüssen ans Tageslicht kommen ist? Ihr habt eh Zeit, oder? Versuch's kurz zu machen. Es war der Fokus schon ein bisschen ein unterschiedlicher zwischen dem Ibiza-Untersuchungsausschuss und dann dem ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Aber beim Ibiza-Untersuchungsausschuss, glaube ich, ist es uns ganz gut gelungen, einfach wie dieses System kurz funktioniert, zu skizzieren. Und im Prinzip haben wir da vor allem geschaut, Einflussnahme auf Ermittlungstätigkeiten zum Beispiel. Und da war recht klar, dass Kurz und die ÖVP die Macht, die sie haben, bereit sind, auch zu missbrauchen für persönliche oder für parteipolitische Zwecke. Und das egal, ob das im Innenbereich war oder im Justizbereich oder im Finanzbereich. Das war da schon klar. Später dann beim zweiten Untersuchungsausschuss sind wir in die Tiefe gegangen und haben das systematisch untersucht. Aber beim ersten war das schon klar. Die Frage, dass, wie Gesetze entstehen und ob es eine Verbindung gibt zwischen Spendern und Gesetzen, da ist halt dieses BRICAF, das ist zwar jetzt, glaube ich, letztinstanzlich Freispruch, aber es bleibt ja trotzdem das Bild, das da war, nämlich ein FPÖ-naher Betreiber von einer Privatklinik, der sich wahrscheinlich zu Recht benachteiligt gefühlt hat, von einer mafiösen Struktur, sage ich einmal, wie über die Wirtschaftskammer, also der Geschäftsführer des größten Privatklinikbetreibers ist auch gleichzeitig in der Wirtschaftskammer derjenige, der, sage ich einmal, wie der Cerberus vor der Tür steht, wer diesen Fördertopf angreifen kann, und der hat den nicht reinlassen. Und der hat sich zu Recht geärgert und der Strache hat ihm gesagt, er hilft ihm, und
Der hat gespendet, offenbar ohne einen Zusammenhang. Jedenfalls konnte der nicht vom Gericht ausreichend nachgewiesen werden, dass zwischen zwei Spenden und den Tätigkeiten ein Zusammenhang war. Aber eben das SMS, welches Gesetz soll ich für dich ändern, bleibt ja. Und auf der anderen Seite, dieser ÖVP-nahe Betreiber, der spendet zweimal 25.000 Euro, also wesentlich mehr, als der FPÖ-nahe an die FPÖ überwiesen hat. Und da war übrigens der Aufsichtsratschef, der das angeregt hat, ein gewisser Herr Löger, der dann später Finanzminister wurde. Und dann gibt es halt ein E-Mail von dem ÖVP-nahen Betreiber, der zum Raiffeisen-Konzern gehört, habe beiliegenden Gesetzestext mit Blümel und Löger abgestimmt. Und dieser Gesetzestext wird beschlossen. Und der bedeutet für den ÖVP-nahen Betreiber mehrere Millionen Euro mehr pro Jahr. Und zwar gute mindestens fünf, eher mehr, pro Jahr zusätzliche Einnahmen aus öffentlichen Geldern, aus öffentlichen Krankenkassengeldern. Also Beiträge, die wir alle zahlen in das öffentliche System, werden da in dieses Private verschoben. Und der profitiert mehr oder weniger automatisch in dieser Höhe. Da sind die Ermittlungen eingestellt, weil hier die Justiz gemeint hat, da kann ich nicht nachweisen. Es gibt ja ganz viele Sachen, wo man sich heute denkt, wie kann das sein? Mandatskauf war erlaubt. Es war erlaubt, bevor man ihnen ankommt, Versprechungen zu geben. Das ist nicht strafbar. Auch wenn man es dann nachher im Amt umsetzt und der Zusammenhang nicht nachgewiesen werden kann. Also man hat auch gesehen, was wir für große, große, große gesetzliche Lücken haben im Bereich von Korruption und hier vor allem auch politischer Korruption. Wir haben uns natürlich einfach die Art und Weise, wie die ÖVP und hier Kurz vor allem die Spenden gesammelt hat, das hat die FPÖ auch gemacht, im wirklich Mini-Mini-Stil. Da ist es um niedrige sechsstellige Beträge gegangen, insgesamt. Halt über so Vereine, wo irgendwelche Leute einzahlen und die machen halt irgendwas und da zahlt die Novomatic und ich weiß nicht wer halt ein. Und bei der ÖVP ist das ein Millionenbereich gewesen. Also die haben das wesentlich professioneller aufgezogen. Wir haben uns natürlich diese Novomatic zahlt alle angesehen und da haben wir halt aufgrund, weil dann durch Gerichtsbeschlüsse es Öffnungen gegeben hat von E-Mail-Konten, von Handys, vom Novomatic-Vorstand Neumann, haben wir einfach gesehen, es gab zwischen Strache und Novomatic oder zwischen der FPÖ und Novomatic gar keine Kommunikation. Aber zwischen der ÖVP und der Novomatic und hier vor allem Blümel und dem ÖVP-Generalsekretär Schmidt, die waren du und du. Und alleine die SMS, ich habe was Wichtiges mit dir zu besprechen, österreichische Lösung. Und da kommt dann halt die Antwort, na, wir sehen uns ja beim Abendessen dort und dort im Schloss und das ist ja wohl groß genug, da können wir uns zurückziehen. Und was macht man, wenn man sich irgendwie in einen Nebenraum zurückzieht und irgendwelche Sachen bespricht? Oder die verabreden sich in der Hotellobby von Hyatt, und um sich dort in eine ruhige Ecke zurückzuziehen und irgendwelche Sachen zu besprechen. Und natürlich haben wir dann einfach gesehen, was da gelaufen ist. Ja? Nämlich, dass die Novomatic und das ÖVP-geführte Finanzministerium sich vereinbart haben, dass sie die Tschechen ausbremsen, mehr oder weniger in den Casinos. Und die ÖVP-Urgesteine Pröll und Rottensteiner bilden dann, also bleiben beide im Aufsichtsratspräsidium und die damalige ÖVP, stellvertretende ÖVP-Vorsitzende Glatz-Kremsner wird dort Vorstand, sie war davor schon Finanzvorstand. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie im Finanzministerium und lustigerweise hinter dem Rücken des eigentlich zuständigen FPÖ-Staatssekretärs ein Gesetz vorbereitet wird, ein Glücksspielgesetz, das sich halt wie die Wunschliste der Novomatic liest. Und woher wissen wir, was die Wunschliste der Novomatic ist? Weil der Neumann halt auf seinem Handy jedes Jahr so persönliche und berufliche Ziele aufgeschrieben hat. Also was ihm wichtig ist. Die persönlichen waren die wahrscheinlich alle haben. Also, ich weiß nicht, mehr Sport oder keine Ahnung. Aber die beruflichen waren auch klar. Da ging es um Online-Lizenzen und da ging es um auch terrestrische Casinos. Plötzlich steht da drin, es soll nicht nur eine Online-Lizenz geben, sondern mehrere. In so einem Gesetzwerdungsprozess recht am Anfang.
Und zu dem Zeitpunkt, wo es dann so ein Endpapier gibt, wir sehen halt den Verkehr zwischen dem Kabinett und der Fachabteilung. Und wie das dann fertig ist, dann kommt erst die FPÖ ins Spiel. Also unser Eindruck war einfach, die Novomatic ist sich mit der ÖVP eh einig. Und dann geht es darum, es gibt zwei Koalitionspartner und der andere muss auch noch zustimmen. Und dann beginnt die Novomatic quasi die FPÖ anzubohren. Und das auf mehreren Ebenen, an den Staatssekretär und an den Strache. Und dann eben mit dieser Vorstandsbesetzung von Sidlo. Und ich muss halt immer sagen, ob da jetzt ein strafrechtlicher Zusammenhang besteht, keine Ahnung. Ich sehe das ja eher wirklich politisch, dass das einfach Vorgänge sind, die nicht gehen. Und du merkst einfach auf beiden Seiten, also die Novomatic drückt wahnsinnig an. Dann findet man handschriftliche Zettel bei einem Novomatic, wo schon Preislisten sind. Ja? Also was kostet eine Online-Lizenz, was kostet eine Casino-Lizenz in Parndorf? Und wie viel Geld sie jetzt an wen zahlen. Und dann gibt es ein E-Mail, also an einen FPÖ-nahen Anwalt, der angeblich der beste Freund vom Fuchs wäre, also vom FPÖ-Staatssekretär. Und wie es ausmachen, wie viel Geld die denen im Monat zahlen und was es für Erfolgsprämien gibt, bei welcher Lizenz. Und quasi, ja, aber also quasi, da braucht nichts arbeiten dafür. Und dann sagt der andere, ein bisschen was arbeiten muss er schon, weil sonst schaut es ja blöd aus. Und da muss er halt ein bisschen was arbeiten, kriegt aber mehr als eine Arbeit. Also du merkst einfach, wie hier jedenfalls sehr aggressiv einzelne Firmen auch versuchen, das politische System zu kaufen. Und man hat den Eindruck, dass sich hier manche kaufen lassen. Das ist eine der Sachen. Und dann besonders schlimm ist einfach, wie wir gesehen haben, wie die ÖVP vor allem versucht, einfach die Institutionen und das geht auch Ministerien, aber auch, weiß nicht, Finanzmarktaufsicht, ÖNB und so weiter, mit ihren, also wirklich mit so Politmenschen zu besetzen, die eigentlich nichts anderes können als politische Günstlinge zu sein und Politik zu machen in einer Institution, nicht im Interesse der Institution, nicht im Interesse der Menschen, die in Österreich leben, sondern im Interesse der ÖVP. Und die sind viele, viele, viele davon noch da. Und das passiert in den Ministerien, das passiert in den Institutionen. Und das ist ja was Erschreckendes, weil das zerstört ja das Funktionieren dieser Institutionen. Und es ist ja nicht egal, ob eine ÖNB oder eine Finanzmarktaufsicht funktioniert, sondern das macht ja was mit uns, wenn das nicht funktioniert. Und wir hatten ja das, ich war ja im Bankenausschuss 2007, wie wir uns angeschaut haben, vor allem die Hyperalpe Adria damals und BAWAG und so weiter. Und da war klar, dass die Aufsicht de facto ausgeschaltet war. Und das hat dann halt auch mit dazu geführt, dass eben die Hypo damals so aufs Gas gestiegen ist, was die Anleihen betrifft. Und das Problem bei der Hypo war ja quasi ab dem 1. April 2007 war der Point of No Return. Also dort war eigentlich schon klar, dass das Ding gegen die Wand fährt und die ganzen Probleme waren schon da. Und das hatte viel damit zu tun, dass die Aufsicht einfach nicht funktioniert hat, weil sie parteipolitisch besetzt war und weil sie parteipolitisch agiert hat. Und das sind einfach die ganz wesentlichen Erkenntnisse, sage ich mal, die wir gehabt haben. Und dann haben wir uns beim ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss einfach dann in der Tiefe angeschaut, wie Auftragsvergaben laufen an ÖVP-Firmen, also die direkt der ÖVP gehören oder ÖVP-nahe sind, wie das Inseratengeschäft läuft, dass das immer über die politische Ebene läuft, wie auch strukturell, zum Beispiel im Finanzministerium, hier einfach Gönner, Spender, Freunde, Milliardäre, was auch immer, wirklich eine super Sonderbehandlung bekommen, also Stichwort Hure der Reichen. Und da ging es ja nicht nur um den Wolf, sondern da ging es ja um viele. Benko ist jetzt auch jetzt wieder, das hatten wir auch im Ausschuss, aber jetzt noch einmal durch Dokumente noch stärker belegt. Und da gibt es aber noch viele andere Fälle auch. Also wie einfach ein Teil unserer Gesellschaft, dem es ohnehin super gut geht, hier auch noch so einen Sonderservice bekommt. Und sowas untergräbt einfach das Vertrauen in die Demokratie und sowas untergräbt einfach das Vertrauen in das Funktionieren unseres Staates. Und das ist einfach Gift für die Demokratie, was hier passiert. Und deswegen ist das, glaube ich, auch so wichtig, dass man nicht nur sowas aufdeckt, sondern dass man auch dafür sorgt, dass sowas
abgestellt wird, weil das zerstört einfach den Staat, das zerstört unsere Gesellschaft und das Vertrauen von uns allen in unsere Gesellschaft und in unsere Demokratie. Danke. Ich weiß, du hättest halt noch viel zu erzählen und wir kommen auch nochmal zurück, wie wir das, was wir denn zukünftig tun könnten, dass die Korruptionsanfälligkeit von Österreich zu verringern zumindest. Bevor wir dahin schauen, würde ich gerne noch eine Frage an dich stellen. Der Jan hat jetzt mir gerade viel von Novomatic geschildert und von ÖVP-Vorkommnissen. Ich habe schon manche sagen gehört, dass sie irgendwie so kurz hat das umgesetzt, was der Strache im Rausch schwadroniert hat. Das hört man manchmal so ein bisschen. Wissen wir, was du bezüglich Strache dir ausgedacht hast und was ihr da auf die Füße gestellt habt? Ich könnte mir vorstellen, du hast auch nicht nur Wohlwollen der Novomatic gegenüber und gewissen handelnden Personen. Hast du eigentlich viel Fantasien darüber, wie man andere handelnden, korruptionsanfälligen Personen eine Falle stellen könnte? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, was nur mal so sehr ich das mir auch manchmal wünschen würde, also beim Strache war halt der Punkt, dass es vorab Informationen gab. Also Strache war jetzt nicht, niemand ist hergegangen oder ich zumindest bin ich hergegangen und habe gesagt, okay, hier ist der Strache und der Strache ist irgendwie möglicherweise korrupt und das gehört jetzt aufgedeckt. Also es gab in meinen Augen sehr handfeste Informationen. Das Ziel eigentlich von Ibiza war, diese Informationen zu bestätigen, also zu unterlegen, mehr oder weniger. Wir hatten aber im gewissen Zeitpunkt auch einen gewissen Informationsfluss aus dem Kurzumfeld, also Richtung primär eher Richtung der Absprachen, die Blau-Schwarz getroffen hatten, insbesondere Richtung ORF etc. Das war uns recht früh bekannt. Die Umstrukturierung des ORF etc. Das war sicher auch mit der Grund. Was ich tatsächlich sagen muss, rückblickend gesehen, was mit Sicherheit ein Fehler, wenn man so will, unter Anführungszeichen war, wir haben massiv unterschätzt die Rolle der ÖVP. Also wir dachten die ganze Zeit, die FPÖ ist unser größtes Problem und die ÖVP wird das zwar nicht gefallen, aber die wird sich jetzt nicht großartig widersetzen. Das war mein naiver Zugang dazu. Ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, mein innenpolitischer Zugang zu Österreich war nicht sehr ausgeprägt zu dem Zeitpunkt. Das war mit Sicherheit eine massive Fehlkalkulation und hätte man das vorher gewusst oder recht besser eingeschätzt, wären sicher gewisse Schritte anders gesetzt worden oder möglicherweise zusätzliche Schritte gesetzt worden, die schlussendlich dann nicht gesetzt wurden. Habe ich Ideen? Mein Gott, man mit sehr viel Zeit und ich hatte sehr viel Zeit, entwickelt man sehr viele Ideen, sage ich mal. Ich hatte, wie bekannt, 28 Monate Zeit, mir Gedanken zu machen, also so gesehen, ja, natürlich. Es ist aber, glaube ich, auch so, dass es, ich glaube, ich bin kein Anhänger dieser Theorie, dass man jetzt prinzipiell Leuten Fallen stellen sollte. Also ich würde auch ehrlich sagen, ich würde es auch nicht, ich finde, was bei Ibiza immer missverstanden wird oder falsch gesehen wird, ist, es gibt ja viele Seiten, speziell im Umfeld von Strache oder auch der ÖVP, die sagen, ja, dieser miesen Fallensteller, wo geht unser gesellschaftliches Leben hin, wenn wir uns jetzt gegenseitig Fallen stellen, etc. Das war es ja nicht. Der Punkt war, hier waren belastbare Informationen und die ging es einfach darum zu verifizieren, zu bestärken, zu untermauern. Und das wurde gemacht. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, hallo, hier ist ein Batzen Geld und hier ist ein Auftrag, stell mal dem eine Falle und schau, was rauskommt. Bin ich mir nicht so sicher, glaube ich, gewisse Skrupel, einfach schlicht und ergreifend deswegen, weil in dem Wissen, dass man jeder Mensch, den ich bis dato kennenlernte, hatte seine Schwachpunkte. Und wenn man genug Zeit und Möglichkeiten und Ressourcen hat, sie auszuloten, wird man, wenn man skrupellos genug ist, wahrscheinlich jeden Menschen in eine gewisse prekäre Situation bringen können. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Mensch so dumm ist, on tape alle möglichen Schwachsinnigkeiten von sich zu geben. Aber wenn jetzt das Ziel ist, Leute zu desavouieren oder zu dekonstruieren, dann ist das, glaube ich, ein heikler Zugang. Das mag zwar oberflächlich lustig sein, aber ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist. Also man mag das machen können, wenn man, wie gesagt, handfeste Informationen hat, die man untermauern will im Zuge, wenn man so will, einer investigativen Recherche. Ich weiß schon, das ist jetzt ungern gesehen, das Ganze als investigativ zu bezeichnen.
Aber ich glaube nicht, dass dieses Fallenstellen an sich der Zugang ist. Ich glaube sehr wohl, dass es angebracht ist, in Anbetracht der Dinge, die offenbar hierzulande passieren oder mutmaßlich passieren, etwas ungewöhnliche Wege vielleicht zu gehen, um diese Sachen aufzuarbeiten oder auch zu verhindern, wenn man so will. Ich glaube nur nicht, dass das Fallenstellen eine davon ist. Also ich glaube sehr wohl, dass es zwingend notwendig ist, ein sehr viel professionelleres Level anzulegen, weil einfach, wenn man so will, jetzt salopp gesagt, die Gegenseite sich sehr professionalisiert hat. Also ich glaube schon, dass Korruption immer gegeben hat, aber dieses Leveling an Professionalität, das hier offenbar unter Kurz generiert wurde, das also im Prinzip mehr, das kommt aus einem Umfeld heraus, das mir nicht unbekannt ist. Diese diversen Consulter etc. und auch ich habe mich eigentlich als Consulter gezählt, verdienen sehr viel Geld damit, weil sie ein sehr professionelles Level an Beratung bieten, das sehr vielschichtig ist und sehr innovativ, wenn man so will, und sehr viel Grenzen auslotet. Das gepaart mit einem offenbar gewissermaßen, wenn man so will, rückständigen Rechtsverständnis oder speziell was Korruption angeht, bietet halt eine sehr interessante Melange, sagen wir es mal freundlich, die man, wenn man gewillt ist, wohl offenbar recht gut ausnutzen kann. Und ich glaube, um dem entgegenzutreten, wird man deutlich bessere, professionellere Mittel ansetzen müssen, wenn man ernsthaft die Ambition hat, dem etwas entgegenzusetzen. Ja, bleiben wir doch gleich bei dem Mittel ansetzen und Korruption jetzt nicht nur politisch, sondern nennen wir es doch auf eine Investigativjournalismus-Ebene zu bekämpfen. Ich finde es retrospektiv. Der Fall, der doch irgendwie am nähesten kommt zu ganz Ibiza, ist jetzt auch schon wieder ganz schön 13 Jahre her. Ernst Strasser ist 2010 vom britischen Investigativjournalisten überführt worden, die sich recht naiv zu ihm hingesetzt haben und ihn halt gefragt haben, für was lobbyieren könnten, was er für sie tun könnte. Und der da wirklich retrospektiv sehr naiv drauf eingestiegen ist und das war auf Kamera und 13 Jahre später denkt man sich, das war aber einfach, ihn zu überführen. Ja. Ist es, gerade aus deiner Sicht, Ibiza war ganz schöner Aufwand. Ist es schwieriger worden? Oder was bräuchte in Zukunft? Was bräuchten unsere Investigativjournalisten? Oder braucht es doch Fallstellung? Ich glaube, was tatsächlich was der Fall ist, dass die Leute, und das ist etwas der verbanntesten Eindrücke, die ich gewonnen habe in der ganzen Geschichte, ist, ich war die ganze Zeit relativ schockiert darüber, wie unvorsichtig die vorgegangen sind. Gleichzeitig aber offenbar durchaus ein Bewusstsein gehabt haben für Problematiken. Also sprich jetzt bei, nennen wir es mal, Substanzproblematiken waren sie hochgradig alert, bei Problematiken, die eigentlich viel verdammenswerter sind und auch wohl problematischer für die Karriere nicht. Das spricht also nicht dafür, dass sie besonders dumm waren, das spricht dafür, dass sie sich besonders sicher gefühlt haben. Und das ist wiederum eine Problematik, die sich auch in diesem Strasser-Verfahren wiederfindet, glaube ich. Es ist einfach offenbar, herrscht die Annahme in gewissen Kreisen, dass, und die Annahme muss nicht unbedingt falsch sein, wenn man sich das historisch betrachtet, spricht einiges dafür, dass sie recht haben, dass einfach keine Konsequenzen erwachsen. Also im schlimmsten Fall, was soll passieren? Rücktritt, wenn es ganz hart kommt, vielleicht eine Ermittlung, die eingestellt wird, irgendjemand wird es schon regeln. Strasser, ich wage zu behaupten, wenn Strasser österreichische Journalisten gewesen wären und nicht ausländische, bin ich mir nicht so sicher, ob Strasser ins Gefängnis gegangen wäre, sage ich ganz offen und ehrlich. Und ich glaube, es ist auch eine der Sachen, die ich mitgenommen habe aus dieser Ibiza-Sache, ist, dass offenbar in Österreich, wenn man Druck produzieren will, ist es zumindest, wenn nicht zwingend, dann doch sehr hilfreich, das Ausland mit einzubeziehen. Weil da offenbar irgendwie so eine gewisse Hemmung her, oder das kann man nicht wegwischen. In Österreich ist offenbar möglich, sogar gut fundierte Recherchen mit irgendwelchen politischen Einfärbungen, sonstigen Vorwürfen wegzuwischen. Und das war auch eine der Sachen, die meine deutschen Anwälte zum Beispiel eklatant aufgefallen ist. Ich habe einen Anwalt in Deutschland, der durchaus als streitbar gilt, muss man dazu sagen.
Und der ist hochgradig erfahren in Urschüssen. Also der hat Gott und die Welt zu Urschüssen begleitet. Und der sagte mir immer wieder, das ist absurd. Das Urschussrecht in Österreich ist generell absurd, weil was soll denn dabei rauskommen? Ihr habt einen Vorsitzenden, der kann einfach mal die Fragen da wegwischen, wie er will. Der Urschuss hat keine eigenen Beweisrechte im Endeffekt, also kann keine eigenen Beweisverfahren anordnen. Das ist in Deutschland alles gegeben. Das heißt jetzt nicht, weil das Deutschland so viel besser ist, aber es sind einfach, ich glaube, im deutschen Rechtssystem und im deutschen generellen auch parlamentarischen Untersuchungsausschusssystem haben sich halt gewisse Dinge als notwendig erwiesen, die in Österreich noch nicht praktiziert werden. Das ist ähnlich vielleicht wie in Österreich in der Gesetzgebung zwar das hochrangige öffentliche Interesse regelmäßig zur Anwendung kommt, aber nirgends festgeschrieben steht, was es ermöglicht hatte, dem Innenministerium dann strafrechtliche Vorwürfe zu bringen, die eigentlich relativ hanebüchen waren, wenn man ehrlich ist, weil das öffentliche Interesse war so augenscheinlich und so sehr offensichtlich, dass es schon schwer war zu glauben, dass hier jemand das öffentliche Interesse, nur weil es nicht im Gesetz festgeschrieben war, nicht zur Anwendung bringen wollen würde. Aber wie dem auch sei, also ich glaube, das ist eine der Problematiken, dass einfach die Konsequenzlosigkeit den Akteuren nicht unbedingt zumindest Unrecht gibt in ihrem Handeln, weil was passiert dann? Was passiert den Akteuren denn tatsächlich? Also im Endeffekt recht wenig ist der Eindruck. Das mag sich jetzt ändern, es ist zu hoffen, dass sich das ändert. Es gibt gute Anzeichen dafür, dass sich ändert. Also ich glaube, die Nervosität vom Herrn Kurz und seines Umfeldes kann man gut und gerne dahingehend deuten, dass die Problematik ernst nehmen mittlerweile, was sicher ein Fortschritt ist. Aber ich glaube schon, dass es eine breite Bandbreite an Neuerungen brauchen würde und an Änderungen, um hier wirklich sagen zu können, die Leute werden demnächst sowas nicht mehr tun, weil die Risiken einfach zu hoch steigen. Momentan ist eine Risikoabwägung und die Risikoabwägung spricht für die Täter, wenn man so will. Ja, bleiben wir doch. Bleiben wir doch gleich bei der Frage, was tun wir denn? Und auch, was sind denn die Hebel, an denen man Schrauben drehen, ziehen kann, dass Korruption schwieriger wird? Was kann man auf Untersuchungsausschussebene machen? Wie können wir WKStA mehr Power geben oder wo sonst ansetzen? Na, vom Bild her würde ich immer sagen, Scheinwerfer hin. Weil im Scheinwerferlicht kannst du nicht so gut dunkle Geschäfte machen. Und wir haben an und für sich bei beiden schon eine Reihe von ganz, ganz konkreten Vorschlägen gemacht. Jetzt auch nicht nur wir, sondern auch die anderen Fraktionen, wobei ich prinzipiell sagen muss, Untersuchungsausschussrecht Deutschland, Österreich ist kein riesengroßer Unterschied. Bei uns ist nur eine andere Kultur, weil wir haben ja auch den Ermittlungsbeauftragten und können schon auch selber Beweise feststellen, nur da brauchst du immer eine Mehrheit. Und in Deutschland ist eine andere politische Kultur, dass dort, so sage ich mal, dieses Institutionenbewusstsein mehr da ist, dass halt auch die Regierungsabgeordneten in einem Untersuchungsausschuss wissen, ich habe hier einen Auftrag, etwas zu untersuchen und nicht einen Auftrag, eine Untersuchung zu blockieren. Und das macht den Unterschied, wobei jedenfalls im Untersuchungsausschuss selbst zum Beispiel die Grünen eine normale parlamentarische Rolle gespielt haben. Sie haben sich einfach aktiv beteiligt an der Aufklärung. Was man von der ÖVP zu keinem Art und Weise sagen kann. Aber was muss man machen? Du musst dieses Amtsgeheimnis abschaffen. Das ist vollkommen absurd, dass prinzipiell alles geheim ist, außer man will es halt eh öffentlich machen, was man quasi nie tut. Ja? Also das gehört weg. Was wir auch wollen, ist ein Kontaktregister zum Beispiel für Regierungsmitglieder. Also wenn die jemanden treffen, dann soll das einfach registriert werden, dass man auch eine Einschau halten kann, mit wem trifft er sich eigentlich die ganze Zeit. Da geht es auch ganz konkret um GRECO-Vorschläge. Also das sind jetzt auch nicht Sachen, die wir selber erfunden haben, sondern es gibt GRECO, ist so eine internationale Organisation, die gerade Antikorruption Vorschläge macht für alle Staaten, was man für Systeme einbauen soll, um politische Korruption zu verhindern. Da ist jetzt, glaube ich, gestern oder heute der neue GRECO-Bericht rausgekommen. Wir sind
am schlechtesten gemeinsam mit Ungarn und der Türkei. Also bekanntlich total liberale und korruptionsfreie Staaten, was die Umsetzung betrifft. Wir brauchen so Sachen wie das Archivgesetz, muss modernisiert werden. Das ist ein uraltes Gesetz, da steht drin, jedes Schriftstück mit Ausnahme quasi vom Tagebuch, ja, muss ein Minister ins Archiv bringen. Und es muss dann jederzeit auch die Möglichkeit der Kontrolle geben, was dann passiert ist. Da geht es nicht nur um Untersuchungsausschüsse, da geht es ja auch, ehrlich gesagt, um dass Historiker in 50 Jahren wissen, was eigentlich passiert ist. Und die Kultur heute ist, ich schicke in dieses Archivgesetz eigentlich nur Schrott. Ja? Also Sachen, die eh im Internet stehen, mehr oder weniger. Und dadurch hast du überhaupt keine Kontrolle in Wahrheit über politisches Handeln. Und in 50 Jahren quasi tun die Historiker auch total schwer zu sagen, was passiert ist. Im Gegensatz zu dem, was in den 50er, 60er, 70er Jahren ist. Weil dort können die das ziemlich genau nachvollziehen. Weil da gibt es halt dann die detaillierten Mitschriften und Protokolle und dergleichen. Also es gibt in der Personalpolitik, haben wir gesagt, diese Generalsekretäre können abgeschafft, das sind de facto nur Politkommissare. Ja? Und sie verhindern, also eigentlich schaffen sie auch die Ministerverantwortlichkeit ab. Weil das war ja unsere erste Geschichte, die Generalsekretäre, dass wir die Ministerverantwortlichkeit abschaffen, weil die werden ja mit Handauflegen bestellt. Das heißt, der Minister legt die Hand auf und sagt, du bist das und er ist es. Ohne Ausschreibung, ohne Qualifikationserfordernisse, ohne irgendwas. Und wenn er die Hand wieder wegzieht, bist du es nicht mehr. Und dann führen die ein Vier-Augen-Gespräch und der sagt, was du machen sollst. Und der Generalsekretär geht dann zu den Beamten, gibt ihnen die Anweisung. Wenn was schief geht, sagt der Generalsekretär, ich war's. Und der Minister hat mir nichts gesagt. Und damit ist quasi die Ministerverantwortung total abgeschnitten. Und gegenüber dem Parlament und gegenüber dem Parlament heißt ja immer gegenüber der Öffentlichkeit. Wir vertreten ja nur die Öffentlichkeit gegenüber der Regierung. Muss ja nur der Minister da Rede und Antwort stehen und sonst eigentlich niemand. Und deswegen gehören die weg, dass das dann noch, dass der Kurz hat das ja noch ganz anders gemacht. Für den waren ja die Generalsekretäre eigentlich die Schattenregierung. Also der Löger hatte keine Ahnung mehr oder weniger, was im Finanzministerium passiert. Der Schmidt war dort de facto der Minister. Und der Löger, den haben sie beschäftigt. Ja, der war so ein Ministeriumssprecher, aber jedenfalls nicht Minister. Und da war halt immer einer dabei und der hat dann dem Schmidt immer berichten müssen, ob er eh brav war und sich an den Text gehalten hat, den man ihm aufgeschrieben hat. Und dann gibt es ja den Dialog quasi, na, der braucht gar nicht glauben, dass er da irgendwas mitreden kann. Ja? Also sagen die ihm weisungsunterstellten Personen, weil es vollkommen auf den Kopf gestellt wurde. Es geht um Compliance-Regeln. Wir brauchen vernünftigere Cooling-Off-Phasen. Ja? Also ganz schlimm war eigentlich der Schelling auch. Der ist zuständig fürs Glücksspiel. Und zwar dreifach: Gesetzgebung, quasi Lizenzvergabe und Aufsicht über Glücksspielunternehmen, und schreibt einfach, also quasi sagt zum Generalsekretär: Frag mal bei Novo nach, ob sie Interesse an Wein als Weihnachtsgeschenk für ihre Kunden haben. Wir können auch eigene Etiketten produzieren, so 1000 Flaschen wären super. Keine Ahnung, ob das jetzt strafrechtlich relevant ist, aber politisch undenkbar. Vollkommen irre. Und was der dann nachher macht, ist, dass er sofort bei Glücksspielunternehmen andockt als Konsulent. Ja? Also das ist ja auch etwas, wo wir nachdenken müssen. Wir dürfen es Menschen, die aus der Politik ausscheiden, sage ich gleich, nicht zu schwer machen, weil es ist ohnehin schwer, weil da hast du gleich einen Stempel oben, wurscht, was du machst, das ist sicher nur Protektion und geschoben. Aber was man jedenfalls verhindern muss, ist, dass jemand sein politisches Wissen, seine politischen Kontakte dann einfach versilbert in Bereichen, wo er selber noch dazu tätig war. Und ich will jetzt gar nicht über Justiz, Antikorruption, wie man die Staatsanwaltschaft einfach vom politischen Zugriff weghalten muss. Aber wir haben mit der Polizei Probleme, mit der Art und Weise, mit der Ausstattung der Justiz, dass die ja teilweise gar nicht in der Lage sind, Verfahren zu führen, obwohl sie es eigentlich tun müssten, und teilweise total abhängig sind davon, was die Polizei macht oder nicht macht.
wie die WKStA ausgebotet wurde vom ersten Tag an, nämlich bereits am Abend, wie das Ibiza-Video gekommen ist, quasi hier entschieden wurde zwischen der Oberstaatsanwaltschaft, also den Chefs der WKStA und dem Pilnacek, quasi, dass die da keine aktive Rolle kriegen und wie man die ausboten kann. Und die denen auch mitgeteilt hat, sie dürfen nichts machen, außer Nachfragen bei Spiegel und Süddeutscher, ob sie das Video haben können. Gute Frage, ja, weiß jeder schon die Antwort. Das ist einfach ein Redaktionsgeheimnis. Sonst dürfen sie nichts machen. Und wie die gut funktionieren, hat man auch gesehen, weil die haben quasi von Samstag 22 Uhr, wie die Weisung gekommen ist, bis Sonntag 12 Uhr, mehr oder weniger einen ganzen Datenbestand durchgeschaut, ob sie irgendwas finden, was mit dem Video zu tun haben könnte. Weil wenn sie bereits ein Verfahren führen, dann gehört es ihnen. Und haben um 12 Uhr einfach gemeldet, wir haben was gefunden. Nämlich eine Überweisung von einer Firma an so einen Verein, wo der FPÖ ist Kassier, also der Sitz dieses Vereins war in der Kanzlei des FPÖ-Kassiers. Also die haben einfach mehr oder weniger eine Nachtschicht eingelegt, weil sie einfach den Fall haben wollten und aufgrund vom Video gewusst haben, hey, das ist jetzt nicht irgendwas. Aber wie man einfach diese gut funktionierenden Teile, die es ja auch gibt, es gibt ganz viele gut funktionierende Teile in Justiz, in Polizei kann ich jetzt nicht sagen, aber in der Finanz, die einfach von oben oft wirklich behindert werden, weil dort einfach irgendwelche Politikchefs oder politiknahe Chefs reingesetzt werden, die parteipolitisch agieren und versuchen, quasi deren Arbeit nach politischen Gesichtspunkten und nicht nach gesetzlichen Gesichtspunkten umzuleiten. Stärkung der parlamentarischen Kontrolle etc. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Punkte. Ist nachzulesen übrigens. Also es gibt ja, wir haben immer so Berichte. Das eine ist Ibiza gekaufte Politik, das war vom ersten Ausschuss und das zweite ist, so korrupt ist die ÖVP. Und das sind die wichtigsten Kapitel immer hinten, nämlich was lernen wir daraus und was müssen wir an unseren Systemen verändern, um in Zukunft derartige Korruption zu verhindern. Wo kriegen wir die? Im Internet kann man die auf der Parlaments-Homepage, da kann man sich auch die von den anderen Fraktionen, die auch durchaus lesenswert sind, also die von der ÖVP eher als Satirebeitrag, aber die von den anderen Fraktionen, also auch die Grünen und die Neos, die Berichte sind total okay und haben ähnliche Schlussfolgerungen, unterschiedliche Schwerpunkte. Das hat ja auch gut funktioniert, dass die Kooperation zwischen den Fraktionen, es hat jeder so seinen Schwerpunkt gehabt, die Grünen vor allem den Wohnbereich, die Steffi Christo und die Neos den Justizbereich, wir den Finanzbereich sehr stark, aber auch andere Bereiche. Aber deswegen haben die Berichte ein bisschen einen unterschiedlichen Schwerpunkt, aber sehr ähnliche Schlussfolgerungen am Ende des Tages. Danke. Also zu tun gibt es genug. Ich habe die Punkte von Amtsgeheimnisabschaffung, Cooling-Off-Perioden, Kontaktregister, Justiz besser ausstatten, WKStA stärker machen, parlamentarische Kontrolle stärken. Also okay, es wird uns nicht fad. Ich habe noch eine letzte Frage, bevor ich ins Publikum gebe, an den Julian. Und zwar, du hast es vorher selber gerade erwähnt, die Zeit, als du viel Zeit hattest, du bist wegen einem Drogendelikt verurteilt worden, von dem du sagst, du hast es nicht begangen. Offiziell ist dieses Urteil vollkommen unabhängig vom Ibiza-Video. Es ist schwierig, das ein bisschen vollkommen videotauglich zu formulieren, aber sagen wir es mal so, ohne dem Ibiza-Video wärst du wahrscheinlich weniger gut durchleuchtet worden, wie du durchleuchtet worden bist. Also man kann es gut in Frage stellen, ob dir das passiert wäre, hättest du dich da nicht sonderlich engagiert. Was tun wir denn in Zukunft? Was kann man denn tun, dass zukünftige Whistleblower, Korruptionsaufdecker, Investigativjournalisten, was auch immer, besser geschützt sind? Also nur um mal kurz dahin zu haken, das Argument jetzt nehmen, dass wenn ich Ibiza nicht gemacht hätte, wäre ich weniger gut durchleuchtet worden und deswegen wäre mir weniger passiert, impliziert so quasi, also, dass man, so weit nicht dass man dann trotzdem Sorry. Was gefunden hätte. Nein, also tatsächlich,
der Punkt ist mehr, was ich kritisiert habe, und ich, wie gesagt, ich verstehe durchaus das Gewicht eines Urteils in einem Rechtsstaat, und ich verstehe auch, wie heikel es ist, auch speziell mit Hinblick auf das, was der Herr Kurz und sein Umfeld da machen, wenn man jetzt die Justiz unter Feuer nimmt. Deswegen tue ich mir immer ein bisschen schwierig. Ich glaube auch tatsächlich, und das traue ich mich zu sagen, einfach weil ich bin kein Anwalt, ich bin kein Rechtsgelehrter, aber ich bin wahrer Ermittler, glaube ich. Ich traue mir die Beurteilung des Ermittlungsverfahrens zu. Und ich glaube auch tatsächlich, das, was der Jan da angesprochen hat schon vorher, ist die Polizei oft das Problem vom Verfahren. Also was die Polizei im Ermittlungsverfahren tut und dann der Justiz übergibt, prägt den Ausgang eines Verfahrens sehr deutlich. Und das Ermittlungsverfahren war, und das traue ich mich zu sagen, auch on camera, absurd, also gravierend absurd. Einfach weil dermaßen einseitig ermittelt wurde und dermaßen logische Ermittlungsschritte einfach beiseite geschoben und ausgelassen wurden, dass es dann schon einen sehr kritischen Richter gebraucht hätte, sage ich mal, um das Ganze aufzuarbeiten. Der kritische Richter war in St. Pölten zumindest nicht zu finden, eher im Gegenteil, traue ich mich jetzt auch mal zu sagen. Also es war ein recht verhaltensauffälliger Richter, der Herr Magister Bre, der nicht gerne mit Namen genannt werden will, aber ich nenne ihn jetzt mal. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, darf man das jetzt aber nicht als generelle Kritik am Rechtssystem sehen. Also man wird überall irgendeinen etwas leicht verrückt angehauchten Richter finden. Nicht, dass der Herr Magister Bre in so einer wäre, ich meine jetzt nur generell. Aber es ist, dann kommt halt dazu, dass in Österreich die Strafprozessordnung, ohne jetzt allzu tief einzusteigen, diese zweite Tatsacheninstanz fehlt, die halt dann theoretisch diesem Faktum eines theoretischen, irgendwie, wie auch immer, ausgearteten Richters Einhalt gebieten würde. Das soll jetzt nicht heißen, dass so ein Urteil in keinem anderen Land möglich gewesen wäre. Mir ist schon klar, und das wird mir immer wieder vorgesetzt, dass es in Drogenprozessen nun mal so ist, dass halt Zeugen suchtgiftkrank sind, sich widersprechen etc. Und das ist also keine Auffälligkeit dieses Verfahrens, das mag so sein. Ich würde trotzdem meinen, dass auch das eine gewisse Änderung bedürfte, weil tatsächlich, wenn es genug ist, also jemanden irgendwie eines Drogendelikts zu beschuldigen und dann irgendwelche Zeugen, unabhängig davon, wie sie ausgestaltet sind, dann, weil wenn ein Verfahren nur auf Zeugenaussagen beruht, dann bleibt nichts anderes in der Verteidigung als die Glaubwürdigkeit der Zeugen. Und wenn die Glaubwürdigkeit der Zeugen nichts wert ist in einem Drogenverfahren, dann ist halt die Frage, was ist dann was wert. Aber nichtsdestotrotz, im Zusammenspiel mit den doch recht massiven Geldzahlungen oder geldwerten Vorteilen, die gewährt wurden an Zeugen in dem Verfahren, ist das schon eine Auffälligkeit, von der ich dann doch behaupten würde, dass in wenig anderen Ländern, glaube ich, so möglich gewesen wäre. Speziell mit dieser Art von Öffentlichkeit, öffentlicher Aufmerksamkeit, dieses Verfahren begleitet hat. Nichtsdestotrotz, es ist ein Urteil, es ist in zwei Instanzen bestätigt worden. Ich behaupte, was ich dazu behaupte. Ich nehme es allerdings hin, also es ist ein Urteil. Ich bin vorbestraft, ich bin wegen Drogenhandels verurteilt und das ist es. Ich habe jetzt eine Beschwerde laufen beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Auch das wird das Urteil nicht aufheben, selbst wenn ich dort Recht bekommen sollte. Auch damit werde ich weiterhin vorbestraft sein. Es wird nur die Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens entweder als nicht gegeben feststellen oder schon. Nichtsdestotrotz, meine Kritik gilt im Schwerpunkt den Ermittlungsbehörden, insbesondere der SOKO, insbesondere der Abteilung des Herrn Holzer, der kurioserweise aus dem Kabinett Strasser kommt, nur so, vielleicht kann man verstehen, wo die Zusammenhänge bestehen. Wie übrigens auch viele der Involvierten auch in der Wirecard-Affäre irgendwie eine Anbindung an das Kabinett Strasser haben, was auch auffällig ist. Eine Auffälligkeit, die vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde bis dato. Aber offenbar hat das Umfeld des Herrn Strasser damals generell eine gewisse Blüte getrieben, die sich dann weiter fortgepflanzt hat in dem heutigen Behördenapparat. Wie dem auch sei, ich glaube, um anzuknüpfen an was gehört geändert, ich glaube, und das ist vielleicht einer der am schwierigsten zu darstellenden Punkte an Änderungen, die es bedarf, es bedürfte einer massiven Änderung im BMI. Also das BMI ist, glaube ich, eins der zentralen Probleme, die dieses Land hat, was Aufarbeitung angeht, und es ist wie eine Blackbox. Also das BMI ist, da traue ich mich auch aus eigener Erfahrung zu reden,
Da gibt es Sachen, die es eigentlich nicht gibt, sage ich mal so, ohne ins Detail gehen zu wollen. Und das finden Sachen statt, die man sich nicht mal in einem zweiten oder dritten Land vorstellen würde teilweise. Und wenn also das Ziel ist, eine saubere Politik und eine echte Transparenz und Aufarbeitung, dann wird man irgendeinen Weg finden müssen, sich mit den Umständen, sage ich mal freundlich gesagt, im BMI zu befassen und dort irgendwie irgendwas ändern zu müssen. Das ist vielleicht das Letzte, was ich hier noch anfangen möchte. Ja, danke schön. Ich muss persönlich sagen, ich bin recht angetan deiner ausgewogenen Antworten nach dem, was da passiert ist. Also ich, großen Respekt dafür. Für den Moment würde ich sagen, auch zeitlich passt wunderbar. Wir haben so ein bisschen den Bogen gespannt von Korruption festgehalten am Video, Untersuchungsausschüsse, die darauf gefolgt sind und Schlussfolgerungen, was zu tun ist. Es ist viel zu tun, das können wir auf alle Fälle schon mitnehmen. Für den Moment glaube ich aber, dass die Fragen aus dem Publikum den Raum finden sollten. Wir haben dieses Mikro hier für das Publikum, ich würde das kann man dann runtergeben, oder? Wir machen das üblicherweise so. Ja, gerne. Wir, also als Sektion 8, schon fix, was das ja noch immer ist, sammeln wir immer zwei, drei Fragen zusammen. Wir machen das nach Reißverschluss üblicherweise und dann geben wir zurück ans Podium und machen dann eine zweite Runde. Also wer eine Frage hat an einen der beiden oder beide, bitte die Hand heben, der Silvio gibt euch das Mikro. Okay, das Mikro, ja, haben wir nicht. Also das würde ich ausstecken, ja. Dann darf ich gleich mit der ersten Frage beginnen. Meine Frage geht an den Julian. Du hast die Wichtigkeit erwähnt, auch ausländische Medien einzubeziehen. Jetzt habe ich in deinem spannenden Interview bei Jung und Naiv gehört, dass du dich an ausländische Medien teilweise gebannt hast, unter anderem an Jan Böhmermann, der das Video ja nicht haben wollte, aber dann trotzdem ein paar Tage später darüber gesprochen hat. Könntest du das nochmal nachzeichnen vielleicht, auch aus persönlichem Interesse? Weil das ja doch auch in gewissen Kreisen ein sehr hochgejubelter Mann ist und vielleicht man ja einfach auch der Ehrlichkeit halber vielleicht ein Statement abgeben würde. Okay. Also. Sammeln wir sammeln, wenn es okay ist für dich. Ja, cool. Wenn du mich daran erinnerst, was die Frage ist. Ich hab's nicht sammeln. Okay. Also einmal danke an euch beide für eure Arbeit. Ihr braucht nicht wegen meiner Maske, ich bin ein bisschen erkältet, also nicht fürchten. Aber meine Frage an den Julian ist, ich sitze hier hinter der Säule, ja, es gab ja eine Verbindung zwischen den Zeugen in deinem Verfahren und Novomatic, glaube ich, da gab es irgendwo eine, habe ich mal gelesen. Könntest du darauf nochmal eingehen und was genau die eigentlich war und was an den Zeugen generell problematisch war? Würde mich interessieren. Ja, auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank für die extrem spannenden Ausführungen. Ich hätte eine Frage an dich, Kai. Und zwar, ich finde es ja immer noch sehr schade, dass die Untersuchungsausschüsse nicht nicht fernsehöffentlich sind. Ich glaube, da wäre wirklich gutes Videomaterial auch dabei gewesen. Und da wollte ich einfach so fragen, so, hattest du da irgendwann einmal so einen, in einem der beiden Untersuchungsausschüsse so einen What the fuck-Moment? Fast jeden Tag. dann, vielleicht magst du den größten What the fuck-Moment schildern. Okay, wir haben es auf Video, wir wollen einen What the fuck-Moment. Nachdem es die letzte Frage war, gebe ich mal gleich an den Jan weiter. Deine größten drei What the fuck-Momente der Untersuchungsausschüsse, bitte. Achso, ja, das. Oder wir geben das zurück, ist vielleicht scheiter. Nein, ich sage vielleicht noch ganz kurz was, weil wir uns die SOKO angeschaut haben. Wir haben uns das Drogenverfahren nicht angeschaut, weil das ist nicht Untersuchungsgegenstand, aber uns ist schon aufgefallen, dass 80% oder 90% der Ressourcen, die die SOKO hatte, aufgewendet wurden, um herauszufinden, wer dieses Video produziert hat. Und nur 10 oder 20% ist Korruption passiert. Das war für uns total auffällig. Dass wir den Eindruck hatten, das ist der Polizei vollkommen egal. Und auch die WKStA
Aufträge einfach nicht bearbeitet wurden, weil man hat sich eigentlich nur darum gekümmert, wer dieses Video gemacht hat. Das war quasi das Wichtigste. Ja, what the fuck Moment. Ich meine, mein Sobotka war jeden Tag ein What the fuck. Aber das war, ich meine, die Geschichte mit dem Kreiner lügt schon wieder, hören Sie endlich auf! Das war, wir haben ein Dokument, weil das ist auch so mein Laptop gegangen, ja. Und die Assistentin von Kurz ist hier und sagt, sie weiß nicht, ob sie einen Laptop hatte. Ha, 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 lachen natürlich alle, weil der Blümel wusste das ja auch nicht, ob er einen Laptop hatte. Und wir haben aber eine Liste aus dem BKA gehabt mit Laptops, die Zimmernummern zugeordnet waren. Und dann stelle ich die Frage, was für ein Zimmer sind Sie? Wissen Sie Ihre Zimmernummer? Weil dann sehe ich, ob es einen Laptop dort gibt. Und der Sobotka unterbricht und sagt, was ist das für eine blöde Frage? Ja, und ich sage, naja, in welchem Zimmernummer sie hat, ja, weil wir haben da eine Liste. Und wurscht, sie sagt, nein, sie hat keine Ahnung und es geht weiter im Text. Und eine Viertelstunde später, der telefoniert und tut SMSen, schreit er plötzlich rein, er hat jetzt die authentische Information, dass Laptops im Bundeskanzleramt nicht Zimmern zugewiesen werden, was ich prinzipiell auch glaube, sondern Personen. Aber uns wollten sie die Personen nicht sagen, sondern nur die Zimmernummern. Aber wir haben das Dokument da gehabt und schreit dann, fängt dann wirklich an, der Abgeordnete Kreiner lügt schon wieder, hören Sie endlich auf. Worauf ich mich natürlich zu Wort melde, weil das Wort Lüge darf man nicht sagen und einen Ordnungsruf verlangt habe für den Sobotka, dass er sich selber einen gibt. Er hat dann, glaube ich, 5 Juristen die ganze Nacht gequält, dass sie erklären, wieso er sich selber keinen Ordnungsruf geben kann und wollte sie dann am nächsten Tag nicht einmal entschuldigen. Aber weil wir ihm natürlich das Dokument hingelegt und habe gesagt, ich bin ja kein Idiot. Ja? Aber diese über den Hangar will ich gar nicht sagen, weil das war einfach, das ist dann ganz gut gegangen. Also ich war schon noch nicht Zen-Buddhist, aber zumindest beim Wegatmen war ich schon ganz gut. Es war eigentlich jeden Tag absurd und vor allem jetzt im zweiten Untersuchungsausschuss vollkommen absurd. Weil die ÖVP hier in einer Art und Weise zerstörerisch war. Also wir haben das einmal ausgerechnet bei der Befragung von der Mikl-Leitner. Wir haben ja so ganz eine begrenzte Fragezeit, wurde, glaube ich, alle 16 Sekunden oder so, statistisch alle 16 Sekunden, wann ich geredet habe, hat es eine Geschäftsordnungswortmeldung gegeben der ÖVP. Stellt euch mal so ein ZIP-2-Interview vor, wo der Wolf eine Frage stellt und alle 16 Sekunden, wo er Fragen stellt, meldet sich jemand aus dem Off und sagt, wir müssen mal diskutieren, ob diese Frage überhaupt zulässig ist. Ja? Und die haben, glaube ich, 40 Mal interveniert. 38 Mal wurde die Intervention quasi als sofort weggewischt. Einmal musste ich die Frage verändern, beistrichartig. Und eine Frage hat mich dann selber nicht mehr interessiert, weil das ja wahnsinnig mühsam ist. Also das ist ja, also das war total zerstörerisch. Und ehrlich gesagt, wenn jemand von außen, nicht von innen, so agiert, wird er eingesperrt. Weil du darfst ja nicht parlamentarische Prozesse einfach so stören, dass die einfach de facto nicht stattfinden können. Die Geschäftsordnung sieht auch genug Möglichkeiten vor, für den Vorsitz so ein Verhalten zu unterbinden, was der Sobotka komischerweise nicht getan hat. Aber das gehört zu den Sachen, wie man einfach, die wirklich gefährlich sind für eine Demokratie, wenn parlamentarische Prozesse nicht funktionieren und du von innen parlamentarische Prozesse lahmlegst. Wenn alle Fraktionen im Parlament so agieren würden wie die ÖVP, würde gar keine Sitzung mehr stattfinden. Die haben ja am Schluss sich überhaupt geweigert, noch Sitzungen zu machen. Ewig lang, an und für sich geht das gar nicht. Ja? Und ich habe auch den Eindruck gehabt, dass bei den meisten handelnden Personen, jedenfalls die im Ausschuss waren von der ÖVP, die überhaupt also so ein Brett vorm Kopf haben, dass die überhaupt nicht mitbekommen, dass das ganz, ganz gefährlich ist, wie sie eigentlich agieren. Es gibt schon andere Abgeordnete der ÖVP, die das schon verstehen. Aber jedenfalls nicht ausreichend, um ein derartiges, also wirklich zerstörerisches Verhalten abzustellen. Weil so kannst du an und für sich normalerweise eine, wir haben dann uns halt verlegt darauf, dass wir das gemacht haben, was uns vorher vorgeworfen wurde, nämlich die Anzeigenpolitik.
Weil wenn ich im Ausschuss nicht einmal mehr Fragen stellen kann, dann recherchiere ich diese Sachen und wir haben dann halt so Sachverhaltsdarstellungen an die Staatsanwaltschaft geschickt. Wenn ich im Ausschuss, wenn ich keine Frage stellen darf oder nicht vernünftig Fragen stellen darf, dann schicke ich es halt der Staatsanwaltschaft. Und dann sollen die sich das anschauen. Aber das haben wir erst lange gemacht, nachdem uns eh schon öffentlich vorgeworfen wurde, dass wir nur eine Anzeigenpolitik betreiben. Dankeschön. Also, und auch danke für diesen Einwand ganz am Anfang nochmal, die Bestätigung, dass gerade beim Ermittlungsverfahren bezüglich dieses E-Bitte-Videos irgendwie mehr Energie drauf aufgewandt wurde, den Messenger zu shooten, als die Message zu hören. Apropos Messenger, die zwei Fragen sind an dich offen. Von einem höre ich da ein bisschen die Sorge um Jan Böhmermann, ob er vielleicht doch nicht so leiwand ist, wie man manchmal kriegt. Und die zweite Frage war, nochmal die Verbindung der Zeugen zur Novomatic zu beleuchten, wenn du möchtest. Nur um ganz kurz nochmal zurück einzuhaken auf diese Soko-Ausgestaltung. Ich glaube, das war schon auch durchaus gewollt, weil wenn man einfach halt so viele Ressourcen auf eine Seite schmeißt, dann kann man halt automatisch auf der anderen Seite nicht so viel tun. Also es war jetzt, glaube ich, weniger. Tatsächlich weiß ich, dass das BKA, ich weiß es, weil ich eine V-Person des BKAs 3 Tage nach Veröffentlichung in Kenntnis gesetzt habe, detailliert über wer, was, wie, wo, warum. Aber ich weiß, dass er es auch weitergetragen hat. So gesehen wusste das BKA 3 Tage später, zumindest aus meinem Mund heraus oder in meinen Worten, was angeblich passiert war, dass sie das jetzt vielleicht nicht glauben wollten, ist was anderes. Aber wie dem auch sei, also ich glaube, das war schon durchaus gewollt, da diese Gewichtung, einfach weil man dann natürlich weniger machen muss oder kann auch auf der anderen Seite. Zu Böhmermann zu kommen, nun ja, ich glaube, Böhmermann war eine Anlaufstelle, die relativ spät in die Ziehung kam, eigentlich geschuldet dem Faktum, dass halt überlegt wurde, wie kann man noch mehr Breite bekommen, wie kann man noch mehr Aufschlag bekommen, gestützt durch den Fakt, dass ich eben einen Journalisten kannte, der dort dann tätig war, tatsächlich nicht einmal sonderlich gut kannte damals, aber es war halt einfach ein Zugang, der da war. Es war die Veröffentlichung absehbar, unmittelbar, dementsprechend war es also auch jetzt von Sicherheitsbedenken her nicht mehr ganz so gravierend. Wir hatten aber nichtsdestotrotz die üblichen NDAs, die eigentlich alle, die mit diesen Sachen in Berührung kamen, zeichnen mussten. Mir wurde dann später es wurden NDAs auch gezeichnet, es wurden NDAs von Mitarbeitern der Redaktion des Herrn Böhmermann gezeichnet. Dadurch, dass er zu spät zum Treffen kam und ich ihn nicht pikieren wollte, habe ich darauf verzichtet, dass er eins zeichnet, selbst. Was offen gesagt auch, wie mir gesagt wird, relativ egal ist, wenn eh schon die Redaktion gezeichnet hat. Ich weiß, dass Herr Böhmermann, weiß ich heute im Nachgang, sich offenbar diebisch gefreut hat darüber, dass er keins gezeichnet hat nachher und meinte, naja, ich kann ja jetzt frei und sonst was. Es wurde ihm angeblich davon abgeraten. Er hat für sich beschlossen, er möchte das trotzdem machen. Es wurde mir auch erzählt, dass er damit bezwecken wollte, dass das eben dann die Dinge in Bewegung kommen. Das mag man glauben können. Wie gesagt, die Kritik, die ich dann erhoben habe, auf das Argument hinaus, ist, dass er dann zumindest im Nachgang sich positionieren hätte können, weil er tatsächlich von mir dezidiert eben informiert wurde, dass die Veröffentlichung so lange gedauert hatte, weil wir eben Absicherung von der Quelle suchten. Ich habe ihm auch tatsächlich nicht direkt nach Geld für diese Quelle gefragt, weil klarerweise war es relativ ein absurder Gedanke, das ZDF jetzt nach Geld für eine Quelle zu fragen. Aber wie schätze ich das ein? Ich glaube, auch da, wie gesagt, der Herr Böhmermann hat für sich beschlossen, dass er mit der Thematik gerne spielerisch und satirisch umgehen möchte. Kann man machen, muss man nicht, sage ich mal. Er hat seinen Weg dafür gewählt, der offenbar darin besteht, zu sagen, naja, ich bin ja Satiriker und kein Journalist und dementsprechend nicht den journalistischen Regeln unterworfen. Andere seiner Kollegen sehen das anders. Mir wurde auch mitgeteilt, dass seine Redaktion das durchaus anders sieht in gewissen Teilen. Sei es wie es sei, es ist passiert, der Fallout war durchaus massiv anfänglich.
Es war nicht hilfreich, es war in meinen Augen auch nicht sonderlich korrekt. Er hat für sich entschieden, dass das für ihn okay ist und das nehme ich so zur Kenntnis. Ich glaube, das ist alles, was ich dazu sagen will momentan. Auf die zweite Frage einzugehen bezüglich der Novomatic-Anbindung der Zeugen. Die Hauptbelastungszeugen waren tatsächlich einer davon, ein ehemaliger Mitarbeiter von mir, Kollege, Schrägstrich, freier Mitarbeiter später, und seine Liebschaft, wenn man so will. Ich kannte ihn also passabel gut. Das war jetzt nicht jemand, den ich tagtäglich sah, aber ich kannte ihn. Was es auch teilweise so schmerzlich machte, ehrlich gesagt, es war eine etwas schmerzliche Erfahrung zu sehen, dass jemand, dem man Gehalt gezahlt hatte und dem man eigentlich, ich glaube, relativ problemfrei ausgekommen war bis dorthin, sich entschied, für, wie ich behaupte, Geld, alle möglichen Dinge zu unternehmen, trotz meines Abratens oder trotz meiner Kritik. Also er dran recht schnell nach Veröffentlichung. Es war eben selbiger zentraler Informant des BKAs, den ich als Mittelsmann zum BKA sah und in Kenntnis setzte, der dieses Wissen dann versuchte für sich zu versilbern. Und der dann aufgrund des Drucks, der ihm generiert wurde durch diese Tätigkeiten, die er da setzte, mit Hinblick auf Betrugsvorwürfe etc., weil er beim gewissen Zeitpunkt sein Informationsreservoir erschöpft war und offenbar falsche Informationen generiert wurden, die offenbar auf der zahlenden Seite, nämlich auf Seiten dieser Novomatic-Lobbyisten, auch trotz dem Anklang fanden, sage ich mal. Es ist aber im gewissen Zeitpunkt auch eher unwahrscheinlich, dass dieser Lobbyist nicht mitbekam, dass er falsche Informationen gefüttert bekam. Wie dem auch sei, es waren also im Endeffekt, die Staatsanwaltschaft hat im Laufe meines Verfahrens in St. Pölten, ich glaube, 6 Zeugen gerufen. Von diesen 6 Zeugen haben 5 in irgendeiner Form Geld- oder Geldwertevorteile von diesem Novomatic-Lobbyisten bekommen. Der letzte Zeuge war dann der Anwalt des Zeugen, der sich dann auf einmal selbstständig meldete und meinte, er könnte hier noch was beitragen auf einmal, was er innerhalb des Verfahrens noch nicht getan hatte davor. Wohl unserem Eindruck nach, weil sein Mandant, der Zeuge, nicht sonderlich glaubwürdig vor Gericht rüberkam. Also er suchte, behaupte ich mal, entstand der Eindruck, ich muss hier etwas vorsichtig sagen, glaube ich, juristisch, dass er hier versuchte, die Glaubwürdigkeit seines Mandanten vielleicht ins rechte Licht zu rücken. Ja, das an sich wurde von uns aufgezeigt. Dieser Novomatic-Lobbyist hat massive Zahlungen geleistet. Ich glaube, das ist bekannt. Es ging so weit, dass E-Mail-Verkehr dann vorgelegt wurde, wo dieser Novomatic-Lobbyist eine Zahlung bestätigt an einen dieser Involvierten, wo er wortwörtlich schreibt, ich bestätige hiermit, dass ich 15.000 Euro für die Identität der russischen Oligarchen nicht zahle. Das Geld zahlt er auch unmittelbar darauf. Auf die Frage, wer die russische Oligarchen nicht denn sei, konnte er leider keine Antwort geben. Auf die Frage, warum er dafür gezahlt hatte, dann nachdem er nicht laut seiner E-Mail, also der Zahlungsgrund, die Identität war und er die Identität nicht kannte, wie das zusammenpassen würde, war er dann nicht geneigt, darauf zu antworten und berief sich aufs Redaktionsgeheimnis. Er betreibt auch einen Blog, muss man nebenbei sagen. Also eins, was ich gelernt habe von dem guten Mann, ist, dass das Medienrecht, wenn man es ad absurdum führen will, in Österreich relativ, also generell nicht nur in Österreich, relativ in Narrenfreiheit garantiert und man erstaunlich absurde Dinge unterhalb dieses Mantels des Journalismus tun kann. Was sicher nicht zum Vorteil des Journalismus und seiner Wahrnehmung ist und mit Sicherheit auch Teil des Problems ist, also es gibt generell, glaube ich, in Österreich so eine Tendenz zu diesen Breitbart-News-Sachen. Ich erinnere an einen ehemaligen Krone-Redakteur, der hier auch irgendwie recht effizient tätig wird, bis zu einem gewissen absurden Grad, der offenbar auch eine gewisse psychische Kränkung oder psychischen Schaden mitgenommen hat aus Ibiza. Wie gesagt, Schmidt ist ein häufiger Name in dem Verfahren, was soll man tun? Aber ja, so sei es. Ja, danke. Wir haben dieselben Freunde, Novomatic und Schmidt. Ja, genau. Gehen wir in die zweite Runde, bitte. Ja, ich hätte zwei ein bisschen in die Zukunft gerichtete Fragen. Die eine wäre an den Julian so, wie geht es jetzt bei dir weiter? Ich schätze mal, du bist nicht in einer sehr komfortablen Situation. Moment, oder vielleicht doch. Und die anderen Jahren,
Sofern die SPÖ nach der nächsten Wahl mit Babler hoffentlich wieder in der Verantwortung ist, gibt es Bestrebungen, das Korruptions-U-Ausschuss oder das U-Ausschuss Recht oder die Bestimmungen rundherum anzupassen, funktionaler zu machen, zu verhindern, dass in Zukunft diese Spielchen gespielt werden können. Ja, meine Fragen gehen doch noch ein bisschen in die Historie rein. Und es gibt da Dinge, die für mich noch nicht wirklich klar sind. Also ich glaube, das gibt es noch ein paar mehr wahrscheinlich, aber ein Punkt beschäftigt mich sehr. Und zwar direkt nach Veröffentlichung des Videos freitags 18 Uhr hatte ich den Eindruck, dass auf Seiten der ÖVP ein Drehbuch abläuft. Ein Drehbuch abläuft, das dahin hinaus, darauf hätte hinauslaufen sollen, praktisch eine Alleinregierung zu installieren, erstmal übergangsweise und dann nach einer Wahl. Und dieses Drehbuch ist durchkreuzt worden durch den ersten erfolgreichen Misstrauensantrag, der jemals im Parlament durchgekommen ist. Aber nichtsdestotrotz ist das so abgelaufen, also hätte das anders ablaufen sollen. Und da eine zweite Beobachtung, ich habe zu dem Zeitpunkt in der Woche vor der Veröffentlichung im Parlament gearbeitet. Ich war parlamentarischer Mitarbeiter in einer kleinen Fraktion und habe von daher mit den Kolleginnen und Kollegen von FPÖ und ÖVP täglich zu tun gehabt, irgendwelche Dinge absprechen, Tagesordnungen klären und sowas. Und es war Sitzungswoche. Ab Mittwoch, irgendwann Nachmittag, war bei denen Eiszeit. Ganz deutlich zu spüren. Die haben nicht mehr miteinander geredet. Mich so bei Fragen irgendwie so im Ping-Pong herumgeschickt. Aus dem Buch von Obermeiers weiß ich, dass zu der Zeitpunkt die WhatsApp-Nachricht an, die mit den Fragen an Strache schon da war. Aber die Frage direkt an dich, Julian, wäre, ab wann deiner Meinung nach hat die ÖVP von dem Video und von dem Inhalt des Videos gewusst? Wie viel Zeit hatte sie deiner Meinung nach, das irgendwie zu planen? Weil es gibt ja auch da noch einige Informationshändler auf Seiten der ÖVP, die ein bisschen professioneller agieren als der von dir genannte Herr Schmidt. Haben wir noch Frage? Kurze Bitte, kürze Fragen, keine Chorfragen, aber in so viel Zeit haben wir auch. Ja, zwei kurze Fragen. Eine an den Julian. Durch die Veröffentlichung warst du jemals gefährdet? Bist du jemals bedroht worden? Beziehungsweise fühlst du dich jetzt sicher oder bist du jetzt sogar sicherer als zuvor? Weil es wird sich wahrscheinlich niemand trauen, dir irgendwas anzutun, weil du so bekannt bist. Die zweite Frage geht an den Jan. Also mir macht es narrisch, dass wir seit Jahren dieses Informationsfreiheitsgesetz bzw. Transparenzgesetz nicht haben. Und jetzt hast du gesagt, es gibt da Überschneidungen natürlich mit den Grünen, die versuchen das ja natürlich immer durchzubringen, was ihnen nicht gelingt. Gibt es die Möglichkeit, wir wissen nächstes Jahr, spätestens nächstes Jahr gibt es Wahlen, und da wird es wahrscheinlich auch den Grünen sein, wenn sie sozusagen gegen die ÖVP stimmen, würde es da eine parlamentarische Mehrheit geben für dieses Gesetz. Vielen Dank für die weit gestreuten Fragen. Ich habe es mir gerade geclustert. Schauen wir doch zuerst mal noch in die Vergangenheit. Die Frage, gut begründet war jetzt an dich, Julian, Entschuldigung. Was glaubst du, wie lange wusste die ÖVP vorher Bescheid? Ich habe viele Theorien dazu gehört. Also eine Sache, die ich ausschließen kann, schlicht und ergreifend, weil tatsächlich nur ich dieses Video hatte, ist, dass der Release gesteuert wurde. Tatsächlich weiß ich das, also das ist auszuschließen. Was ich weiß, dass der Anwalt, der Dr. M., wohl einen Kontakt zu einem gewissen Herrn Kapp, ich glaube, den Namen kann man sagen, hatte,
Was genau besprochen wurde zwischen den zwei, entzieht sich meiner Kenntnis tatsächlich. Ich kenne den Akt. Der Akt gibt nicht sehr viel her, muss man dazu sagen. Ich habe tatsächlich diese Thematiken nicht wirklich intensiv mit dem Herrn Dr. M. besprochen bis dato, weil es einfach andere Dinge gab zu besprechen, offen gesagt, die mir interessanter waren. Es ist tatsächlich so, dass ich mit jemandem, also die Darstellung, dass der Herr Strache erst mit der Konfrontation der Medien über die Existenz dieses Videos in Kenntnis gesetzt wurde oder die Existenz dieser Ibiza-Sache, ist wohl unrichtig. Ich hatte Gelegenheit, tatsächlich mit jemandem aus dem Umfeld des BMIs zu reden, der zugegen war, als der Herr Strache angeblich beim Herrn Kickl aufschlug, relativ kurz nach der Böhmermann-Sache und dort angeblich herumheulte. Es ist auch, das war auch mein Eindruck, also anhand der Geschehnisse, die dann in Gang kamen, dass da irgendwas durchaus bekannt war. Es ist das BMI kennend und die Professionalität der ÖVP kennend, wäre ich nicht überrascht, wenn relativ zeitnah danach zumindest Teile der ÖVP in Kenntnis gesetzt worden wären, durch wen auch immer. Es ist anzunehmen, dass also die Darstellung des Herrn Kurz, dass er quasi, der Herr Strache ihm am Abend davor vor Veröffentlichung dringend sprechen wollte, Herr Kurz abgelehnt hätte etc. Und dann selbst überrascht wurde durch den Inhalt und oh mein Gott, so pikiert und so schrecklich, eher wenig ernst zu nehmen ist. Das ist auch mein Eindruck. Ich glaube allerdings tatsächlich, dass ich glaube, die ÖVP wusste, dass Material existiert. Ich glaube, sie kannten grob den Inhalt des Materials. Ich glaube, sie wussten nicht unbedingt bis kurz vorher, wie es kommen würde. Ich glaube, das war der Überraschungseffekt. Und tatsächlich muss man sagen, dass also die Kombi SZ und Spiegel so Double-Barreled Gunshot Blasts quasi, das ist recht hart im zu nehmen. Das war auch, glaube ich, mitgeschuldet dessen, warum die Reaktion nicht ganz so professionell durchgespielt ausfiel. Plus kam dazu, dass offenbar eine Menge an Verschwörungstheorien kursierten und der Herr Kurz, so wie mir mitgeteilt wurde, doch eher auf der übervorsichtig bis paranoiden Seite der charakterlichen Eigenschaften anzusiedeln ist. Warum auch immer, das mag durchaus auch Gründe haben. Ja, also ich glaube, das ist eine Melange aus diesen Dingen. Ja, ich glaube, das ist die beste Antwort, die ich geben kann. Magst du was ergänzen? Zu der Einschätzung, wann hat es die ÖVP gewusst? Oder, Nein, also die haben alle gewusst, dass es kommt. Sie wussten die Uhrzeit. Weil ja gut, es vom ORF dann aber im gewissen Zeitpunkt war es klar. Also sobald der ORF in Kenntnis war, war klar, dass die wussten. Ja, nein, weil alle Kabinettsmitarbeiter quasi gewusst haben, sie müssen um 18 Uhr Fernsehen schauen. Und im Internet sein. Und das wird schon irgendwo daherkommen. Also die hatten quasi Generalmobilmachung. Danke. Gut, bevor wir zu die politischen Fragen mehr kommen, nochmal zwei recht persönliche an dich. Wie geht's dir? Wie ist die Zukunft? Und retrospektiv auch, warst du jemals gefährdet? Also Gefährdungslagen ist immer schwer zu sagen, retrospektiv, aber es gab sicher welche. Also wie gesagt, wir hatten... ich glaube, was untergegangen ist generell, ist, der Kreml hat sich genötigt gefühlt, sich zu äußern zu diesem Video. Wenn der Kreml sich zu etwas äußert, kann man davon ausgehen, dass man auf gewissen Radars aufgepoppt ist. Dass da auch teilweise unangenehme Dinge passieren, ist, glaube ich, auch nicht unbekannt. Das war mitunter eine unserer größten Sorgen damals. Es gab natürlich nachher diese üblichen Morddrohungen, Hacking-Versuche, alles Mögliche, also das gab's. Muss ich ehrlich sagen, nehme ich sonderlich ernst. Meiner Erfahrung nach, wer droht, macht nicht und wer macht, droht nicht. Aber Marc ist nicht immer zutreffend. Also wie gesagt, ich habe das immer so als Freak-Accidents abgestempelt. Ich glaube, dagegen kann man sich auch nicht schützen. Also es gibt diesen ultimativen Schutz nicht. Ich habe tatsächlich ein Leben geführt, das mich in allen möglichen heiklen Situationen geführt hat, sage ich einmal. Und das ist jetzt heutzutage mit Sicherheit nicht eine der hochgradig heikelsten Situationen, wie ich sie einschätzen würde. Nichtsdestotrotz kann man natürlich nicht komplett ausschließen, dass irgendein fanatisch Verrückter sonst was ist so. Damit lernt man umzugehen, wenn man das macht, was ich gemacht habe.
zurückkommend auf, wie geht's mir? Nun, ich nehme an, das war auf wirtschaftlich abgestimmt, die Frage, soweit ich das verstanden habe, im Unterton. Ich habe tatsächlich für mich relativ früh mir einen Zeitplan gesetzt. Ich habe gesagt, ich mache also, soweit mir die Gelegenheit gegeben wird, eine öffentliche Gegendarstellung dieser Narrative, die gesetzt wurde, sprich an so eine Medienarbeit, wenn man will, 6 bis 8 Wochen. Das ist tatsächlich heute der letzte Termin, den ich mache. Danach mache ich jetzt noch übermorgen die Netzwerkrecherche, was eher so unter professionellen Dingen, glaube ich, abzuhaken ist. Und das war es dann für mich mit medialen Auftritten einmal unmittelbar. Einfach weil ich sagen wollte, was ich zu sagen habe, ich bin nicht Anhänger der Theorie, dass man Dinge zu oft sagen muss, soll. Ich finde, was gesagt wurde, wurde gesagt. Und wer es hören will, hat es gehört. Und das ist es dann auch gut für mich. Arbeitstechnisch, ich habe auch da mir, also ich habe mir vorgenommen, Medien, dann Urlaub, etwas, was ich aufgeschoben habe, was ich auch tatsächlich, glaube ich, benötige, einfach für meine Seelenhygiene. Und dann im Herbst mir irgendwie eine Entscheidung treffen werde, inwieweit ich was machen werde. Ich habe natürlich schon Gespräche geführt mit diversen Seiten, ja. Also ich habe einerseits ich glaube, ich habe ein gewisses Talent, was so Recherchesachen, Mustererkennungsdinge angeht. Das lässt sich verwirklichen in diversen Sektoren, sei es vom Finanzsektor bis so. Ich habe also mit Greenpeace investigativ geredet, die prinzipiell für mich, die ich interessant finde von der Arbeit her. Jetzt ist mir natürlich klar, dass man diese Mischung aus Einkunft und Arbeit irgendwo treffen muss. Aber ja, also so im NGO-Bereich gab es diverse Anfragen, die ich teilweise auch mit Interesse zur Kenntnis genommen habe oder mich auch teilweise getroffen habe schon. Es gab auch wirtschaftliche Anfragen jetzt von Seiten von so Finanztreibenden. Ich glaube, Recherche ist gerade so im Short-Selling-Bereich etc. recht populär. Ist dann halt wieder moralisch gesehen etwas, womit man umgehen muss. Also ist so eine Entscheidung, die ich noch nicht getroffen habe. Und ja, also das ist es tatsächlich. Es wird unter anderem mit davon abhängen, wie sich dieses Land politisch entwickelt in naher Zukunft. Also ich sage ganz offen und ehrlich, mit einem Herrn Kickl in der Regierungsbeteiligung fühle ich mich hier nicht besonders wohl und wäre auch dementsprechend also meine arbeitstechnischen Entscheidungen derartig treffen, dass sie diese Faktoren einberechnen, soweit möglich. Wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich gerne etwas machen, was meinen Talenten entspricht und mir noch immer eine Möglichkeit gibt, eine öffentliche Stimme zu haben. Aber wie gesagt, wünschen kann man sich vieles, was die Realität bringt, sieht man dann. Danke. Wir freuen uns besonders, dass der letzte Termin vor dem Urlaub sind, sozusagen. Am Badeschiff, genau. Okay, weil es noch an Fragen offen ist. Es ist so eher gute Überleitung, die wir aber nicht dringend wollen. Eine Zukunft Kickl als Kanzler, wir hätten gerne jemand anderen. Ich habe Regierungsbeteiligung, sage ich Kanzler. Ich habe Regierungsbeteiligung, nicht Kanzler gesagt. Ja. Die ist, glaube ich, relativ real. Reden wir über positive Zukunftsszenarien. Die SPÖ ist in Regierungsverantwortung. Was macht sie bezüglich Untersuchungsrechtsausschuss und was macht sie bezüglich Informationsfreiheitsgesetz? Beides zwei Drittel Materien. Das bedeutet, man muss eine Neuwahl abwarten. Und dann gibt es sicher ein paar Sachen, wo es, glaube ich, ganz schnell Mehrheiten gibt, sofern die ÖVP ihr Sperrdrittel verliert, was ich schon schwer hoffen möge. Und ich glaube, dann muss man einfach schnell handeln, sobald diese Situation da ist. Und das betrifft, ehrlich gesagt, beide Gesetze. Also sowohl das Informationsfreiheitsgesetz als auch, wobei dort mir nicht klar ist, ob die FPÖ dort wirklich zustimmt, aber wesentlichen Teilen, was das Untersuchungsausschussrecht betrifft, sind wir zwischen 4 Fraktionen uns einig. Das hängt ein bisschen ab von der Motivation meiner Gäste hier. Eine Runde geht noch? Gut. Gut, bitte. Ich wüsste gern von beiden, wenn ihr entsprechend mächtig wärt und ihr könntet was verändern, was das Land zu einem anständigeren und zu einem besseren macht, was das dann wäre. So, vielleicht 3 Dinge, die einen richtigen Unterschied machen würden.
Weniger eine Frage ist für mich, bitte. Ich habe jetzt, wie du Jan gesagt hast, es ist jetzt wieder ein Greco-Bericht herausgekommen. Ich habe mir kurz gegoogelt und habe festgestellt, tatsächlich, es gibt ein einziges Medium in Österreich, das darüber berichtet hat, das ist Puls 24 für 7 Stunden. Kein einziges Medium hat das auch nur irgendwie erwähnt. Und ich denke mir aber, dass diese Staatengruppe Greco und eigentlich ein mächtiger Verbündeter ist in Sachen Informationsfreiheit, Antikorruption etc. Also vielleicht meine Bitte an dich und an die SPÖ und an die Sektion 8, diesen Greco-Bericht ein bisschen mehr zu pushen. Ja, wenn doch kein einziges Medium drauf aufspringt, dann verpufft das. Ne? Das sage ich dann gleich. Ich habe noch zwei Fragen an den Julian. Mich würde interessieren bei der Geschichte, wir haben über deine Sicherheit geredet, aber es gab ja andere Leute, die da auch involviert waren. Gab es für dich irgendwann einmal einen Zeitpunkt oder hätte es eine rote Linie gegeben, wo du einfach ethisch für dich persönlich gesagt hättest, hey, ich muss es abbrechen, ich kann meine Leute, mich selber und meine Leute da nicht weiter involvieren? Das wäre die eine Frage gewesen oder die Canceling. Und das Zweite, was mich interessieren würde, ist, wie muss man sich vorbereiten, um diese Typen abzuholen? Also, ich meine, du scheinst mir jetzt nicht irgendwie ein schlagender Verbindungstyp zu sein oder sonst irgendwas, ja? Keine Ahnung, vielleicht ist das auch ein Berufsgeheimnis oder wie auch immer, aber wie holt man solche Typen ab? Magst du das gleich antworten? Ich glaube, das kann ich gleich beantworten. Ich war tatsächlich damals im Gefängnis und habe mir tatsächlich zu meinem Leidwesen auf OE24 den Untersuchungsausschussbericht angeschaut. Und der Jan war da und hat gemeint, nach meinem Auftritt im Untersuchungsausschuss, wenn man sich zu so einem Typen an den Tisch setzt, dann ist man selber schuld. Und offenbar war das also, ich habe es geschafft, also so ein Typ zu sein. Dementsprechend, ich glaube, man kann schon. Also man muss sich nur auf die Leute, man muss verstehen, der Hugo Denos ist so am besten vielleicht, ich finde, er wurde in der Sky-Serie wirklich, wirklich gut dargestellt. Also von allen Schauspielern dieser Sky-Serie triffst du Hugo Denos wirklich gut. Und er ist so richtiger, wenn man sich den Hugo Denos vorstellen will, in seinem Gehabe und in seinem Ding, ist er so ein richtiger Fredboy. Und wenn man, Fredboys sind nicht sonderlich komplex, also Alkoholparty und ein bisschen Sex dazu und das ist schon, die Thematiken sind abgehakt, sag ich mal. So gesehen, ja, es war, und der Herr Gudenus war nun mal der Vertrauensmann in seiner Strache und wenn man also den Herrn Gudenus das Vertrauen gewinnt und wir hatten sein Vertrauen, er hat, glaube ich, sogar den Herrn Strache dann angelogen und gemeint, er kennt mich seit 11 Jahren oder ich weiß nicht wie lange. So gesehen, nicht so kompliziert, wie man denken mag. Rote Linien. Es gab tatsächlich eine rote Linie für mich und es war diese Oligarchennichte tatsächlich, weil, und das ist immer so ein bisschen ein schwieriges Thema, weil ich nicht sagen kann, warum, und es ist immer schwierig, über das zu reden, was man nicht erklären kann, aber das ist tatsächlich jemand, der über das hinaus durch eine öffentliche Wahrnehmung gefährdet werden würde, was mir widerfahren ist, also über diesen medialen Hetze oder auch über irgendwelche behördlichen Nachstellungen. Deswegen war es für mich eine rote Linie, die ich zu meinem Leidwesen habe feststellen müssen, noch immer gewisse Interessen hervorruft, was ich nur mit begrenztem Verständnis entgegenkommen kann, weil tatsächlich, ich glaube, das öffentliche Interesse nicht wirklich gegeben ist an dieser Person, speziell jetzt so lang später. Aber wie auch immer, das ist also, war meine rote Linie. Es war für mich immer im Zuge meiner Tätigkeit so, dass ich relativ mir bewusst war der Risiken, die ich gehe. Das soll nicht heißen, dass ich nicht teilweise absurd hohe Risiken gegangen bin, aber ich habe gewusst, was ich tue. Ich hatte immer ein Problem, wenn Leute
Ich war auch immer offen und ehrlich zu Leuten, was meine Risikoanalyse anging für ihren Part in irgendwelchen Projekten. Nichtsdestotrotz lassen sich nun mal nicht alle Projekte vorhersehen und speziell so langwierige und komplexe Dinge entwickeln oft ein Eigenleben. Ich sage immer gerne, kein Plan überlebt die Realität und das ist auch tatsächlich so. Das ist immer schwierig. Also es ist schwierig, wenn man weiß, dass wenn man mit dem Faktum leben muss, dass Entscheidungen, die man selber getroffen hat, bis zu einem gewissen Grad auch für andere Leute Konsequenzen erwachsen, die andere Leute aber dann tragen. Das ist dezidiert schwierig. Das ist wahrscheinlich eine der Sachen, die mich am meisten beschäftigt hat, auch in meiner Haft. Einfach weil ich unterschätzt hatte und nicht vorhergesehen hatte, inwieweit, wenn man es jetzt ganz zynisch kühl abhandeln will, Kollateralschäden entstehen würden bei diesem Umfeld von mir, das da irgendwie peripher involviert war. Welche Art von Druck auch von Behördenseite, aber auch durchaus von Medienseite auf diese Personen ausgeübt werden würde, wie weit man bereit wäre zu gehen in diesem Druckausübung, das ist nicht leicht. Also es gibt Leute, die es ertragen haben und mir nicht zum Vorwurf machen. Es gibt Leute, die es mir zum Vorwurf machen. Auch die haben Recht dazu. Es war nun mal meine Entscheidung, sie zu involvieren. Und es ist für sie nicht perfekt ausgegangen teilweise. Und das ist etwas, womit ich leben muss. Also ich glaube, das muss man schon so sehen. Und das ist sicher, das sind rote Linien, die überschritten werden. Und ja, ich wünschte mir sicher, dass sie nicht überschritten worden wären. Danke. An alle, die sich hier wundern oder im Video wundern, warum wir jetzt die Ausführungen von Julian mit dieser dramatischen Musik im Hintergrund haben. Das ist nicht unsere Entscheidung, es ist über uns eine Maturafeier, die das irgendwie musikalisch untermalt. Also Entschuldigung dafür, es ist einfach, wie es ist. Gut, nochmal zurück. Es ist die Frage nach dem GRECO-Bericht gekommen und auch die Frage, was ist denn das eigentlich, bitte? Ja. GRECO ist ein Zusammenschluss, ein internationaler, der Vorschläge macht an Staaten, wie sie Korruption durch Verfahren, durch Maßnahmen eindämmen können oder verhindern können oder erschweren können. Und die haben konkrete Vorschläge an die Staaten, welche Maßnahmen sie setzen sollen gegenüber Abgeordneten, Wirtschaftsbossen, Beamte, hohe Beamte, Regierungsmitglieder, also alle vulnerablen Personen, die halt besonders gefährlich, wenn Korruption stattfindet, bei diesen Personen das besonders gefährlich ist für Funktionieren von Demokratien. Und die geben jährlich einen Bericht aus, wo sie quasi öffentlich machen, wie viele Vorschläge von welchem Land umgesetzt wurden. Und wir sind, wie gesagt, mit der Türkei und Ungarn in einer Gruppe, und zwar ganz unten. Wir sind quasi die drei schlechtesten. Und ich, also das war deswegen, glaube ich, Puls 24 als erster, weil die Printausgaben halt erst am Abend erscheinen. Aber du kannst davon ausgehen, dass es mehrere Berichte dazu geben wird. Aber ein Punkt sprichst du an, dass, sage ich mal, wenn man so Systeme in Österreich ansieht, dass auch unser Mediensystem nicht immer ideal funktioniert. Das sieht man ja am einfachsten in der Rückblick, wie Medien berichtet haben über Kurz und über Schwarz-Blau oder Türkis-Blau oder wie man es auch immer nennen will. Und wie sich das heute eigentlich anliest, wenn man im Internet alte Artikel liest, die gar nicht so alt sind, weil die mit der Realität so wenig zu tun haben und sehr, sehr viele Sachen eigentlich bekannt waren, aber einfach nicht zu Thema, also nicht thematisiert wurden und man könnte auch sagen, nicht richtig eingeordnet wurden, weil die Aufgabe von Journalisten ist ja vor allem die Einordnung von Informationen, die gar nicht passiert sind. Und die andere Frage war, wenn ich total arg viel Macht hätte und in Österreich quasi drei Dinge ändern könnten, dann würde ich gegen mich selber arbeiten. Weil wenn jemand, eine einzelne Person, so viel Macht hat, dass er so Sachen ändern kann, dann ist das ganz schlecht. Schön. Es
ist ein bisschen gemein, wenn ich jetzt frage, und was würdest du als ganz mächtige Person machen? Magst du es beantworten, oder? Ich muss ehrlich sagen, das ist, glaube ich, so eine Frage, die man sich normalerweise nicht stellt, aber jetzt, was den österreichischen politischen Betrieb angeht, wahrscheinlich, ich glaube, es wäre jetzt frei von der Leber geredet und nicht mit der Realität der Umsetzung sich aufhaltend. Ich glaube, es wäre vielleicht nicht ganz sinnbefreit, wenn man so etwas wie eine Aufsichtsinstitution einrichten würde, für bestimmte, speziell was Bestellungen angeht etc. Also ich finde diese eine Kombination aus so einem Expertengremium, das dann vielleicht über, wenn nicht Beruf, dann zumindest doch irgendwie absegnet, wäre in Anbetracht der österreichischen Umstände vielleicht durchaus gegeben. Ich finde auch, bei gewissen Thematiken fände ich sogar vielleicht so eine à la UNO-Truppen, also jetzt quasi so eine ausländische Kontrollinstanz, so sehr das auch vielleicht nicht irgendwie gemocht sein möge. Es gab es beim BVD ja wohl, da wurden ausländische Dienste irgendwie hinzugezogen zur Begutachtung. Ich finde, das wäre in anderen thematischen Bereichen vielleicht auch, was das BMI angeht, durchaus angebracht. Einfach weil offenbar von innen heraus es unrealistisch ist, dass hier eine Aufarbeitung entsteht. Und das Dritte, was mit Sicherheit ist, das hatten wir, glaube ich, schon mal, ist also Informationsfreiheit. Ich glaube, dass 80% der Dinge, die hier so passieren, sind nicht möglich mit einem Informationsfreiheit. Also es sind möglich, aber es wird keiner machen, einfach weil wer macht einen Schwachsinn, wenn er weiß, dass er auffliegen wird damit. Also nur sehr verzweifelte Leute. Die gibt es mittlerweile auch, muss man dazu sagen. Aber nichtsdestotrotz, ja, also sind, glaube ich, so, das Letztere ist wahrscheinlich das Realistischste davon. Und der Rest sind so unausgegorene Wunschgedanken mit einem gewissen Hintergrund. Aber ja. Okay, danke. So, die Musik hat nochmal aufgehört. Ich würde sagen, wir machen eine allerletzte Runde, wenn es noch dringende Fragen gibt. Die Möglichkeit habt ihr nicht mehr so oft. Ich hätte eine Frage, was die Zukunft betrifft. Du hast irgendwie im Volkstheater beim Gespräch angedeutet, dass da vor der EU-Wahl noch irgendwas kommen könnte. Irgendwie, was gibt es noch irgendwas im Petto oder ist das eher doch nicht so? Na, passt schon. Gut, sag's gleich. Gleich, ja, also ich habe jetzt, das war ein Mist, ich habe generell gemeint, EU-Wahlen sind immer ein guter Zeitpunkt, wenn man irgendwelche Dinge aufs Tapet bringen will. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie auf einem Haufen von unveröffentlichten Bomben sitze, nein. Schade. Bringt der Wolf dein Finde ich auch schade. Ich muss auch ehrlich sagen, ich beneide den Jan dafür über die Einblicke, die er nicht öffentlichen Untersuchungsausschusssitzungen hatte. Also auch das würde mich zum Beispiel hochgradig interessieren, aber es ist halt nun mal so, man muss halt auch leben damit, was man nicht weiß. Aber so schön ist das nicht. Das nehme ich schon an, dass es nicht schön ist, aber. Okay. Ja, meine Frage richtet sich an auch etwas, was du am Anfang auch mal gesagt hast. Wenn du gewusst hättest, dass die ÖVP auch in so viele Korruptionsskandale involviert ist, dann wäre Ibiza vielleicht ein bisschen anders verlaufen oder du hättest Dinge anders gemacht. Kannst du sagen, was du anders gemacht hättest, beziehungsweise hätte ein analoges Ibiza mit ÖVP-Darstellern oder Darstellerinnen auch so funktioniert? Wie ist da deine Einschätzung? Sagen wir mal noch kurz. Noch eine Frage an den Jan. Und zwar, wenn ein durchschnittlicher Österreicher zuhört, nach der Einschätzung zu solchen Vorgängen fragt, hört man ja immer wieder gern, das sind ja alle so, was sollst du machen? Ist eh die ganze Politik korrupt, mehr oder weniger. Ich möchte die durchschnittlichen Politiker aber nicht unterstellen, dass man nicht mit der Grundintention in die Politik geht, schon einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des Landes so beizutragen. Und jetzt die Frage an dich als einen, der so den ganzen Parteiapparatszyklus durchgegangen ist, von der Jugend bis zu dem Status, wo du jetzt bist, so wann gibt es einen bestimmten Knackpunkt oder wann verändern sich die Ansichten der handelnden Personen so sehr, dass man immer wieder in die Gefahrenzone kommt, so korrupte Machenschaften zu machen? Und wie oft kriegt man im tagtäglichen Politikzirkus tatsächlich so unmoralische Anfragen, wo man sich überlegen kann, macht man das oder macht man das nicht?
Okay, zwei sehr spannende Fragen zum Schluss. Was machen wir zuerst? Machen wir doch zuerst nochmal den Blick auf Ibiza und die ÖVP. Hat man da eine Idee? Es war einfach, also was ich vorher gemeint habe, war, was unsere Risikoanalyse anging, es war einfach, die ÖVP wurde von uns fälschlicherweise nicht als Faktor, als gegnerischer Faktor wahrgenommen, sondern maximal als neutral, missmutiger Faktor, wenn man so will. Es gab tatsächlich Ansätze, und die man hätte verfolgen können, ja, sie wären mit einiger Sicherheit nicht dorthin gegangen, wo Ibiza hingegangen ist, glaube ich, dass man mit ÖVP-Leuten Ibiza hätte wiederholen können. Mit Hochrangigen nicht, nein, ehrlich gesagt, nein. Tatsächlich, warum? Weil, also ich sogar in wirklichen Ländern, die meisten Leute schwierig auf der Landkarte finden, wenn man mit irgendeinem Unterminister oder sonst irgendwas zu tun hat, rennt man Sicherheitschecks. Also das ist einfach Standard. Zu meinem großen Erstaunen war das, also das war eigentlich das, was mich, mein Peak Interest, wenn man so will, am Anfang bei dieser Geschichte, als die Kronenzeitung noch nicht thematisch war, war tatsächlich auf einer professionellen Ebene, wie lange geht das, bevor jemand fragt. Das war so für mich, das ist eigentlich relativ absurd. Und also deswegen, ich halte die ÖVP einfach für besser ausgebildet, professioneller, besser strukturiert, besser gefinanced, besser alles Mögliche. Was mit Sicherheit auch bedeutet, dass eine ÖVP, die auf dem Weg, auf dem sie zumindest unter Herrn Kurz war, wenn vielleicht sogar nicht auch jetzt, also dieser türkise Teil der ÖVP, wenn man so will, ein deutlich... Ich bin ein bisschen vorsichtig mit dem Wort gefährlich, aber ich verwende es trotzdem, gefährlicherer Akteur ist als die FPÖ. Es ist insbesondere dann, wenn man den Informationen glauben will, die mir zugingen, was die Persönlichkeitsstruktur von Herrn Kurz betrifft, wenn man also jemanden hat, dem diese Art von Persönlichkeitsstruktur zugeschrieben wird, ohne es jetzt genauer definieren zu wollen, und der in seinen Augen offenbar massive Kränkungen widerfahren hat, ein gewisses Unrechtsempfinden hat, und gleichzeitig aber auf einem Apparat zurückgreifen kann, wie ihn die ÖVP darstellt, und auf eine Art von Kontakten zurückgreifen kann, wie ihn die ÖVP darstellt, und auch jetzt mit seinem neuen Arbeitgeber auf eine Professionalisierung, man soll nicht vergessen, was diese Firma denn so tut, für die er da tätig war. Und es ist, glaube ich, relativ illusorisch zu glauben, dass da keine Anknüpfungspunkte entstehen. Also wenn jemand jetzt mit dieser Art Persönlichkeitsstruktur, mit dieser Art von Kränkungen und Verletzungen in eine Position gebracht wird, wo er auf diese Art Ressourcen, Kontakte etc. zurückgreifen kann, dann ist das zumindest heikel, würde ich mal sagen. Wenn man jetzt versteht, dass es auch schon andere Spitzenpolitiker gab im Ausland, die offenbar der Meinung waren, sie können ihre Korruptionsermittlungsproblematiken mit einem neuerlichen Regierungseintritt wegwischen, dann könnte man alles mögliche schwarz an die Wand malen, sagen wir es mal so. Okay, schwarzmalerische Gedanken zum Schluss wollen wir nicht so stehen lassen, zumindest nicht für den Moment. Letzte Frage, die eigentlich noch im Raum war, ist, wann und wie wird man korrupt? Und um ganz noch ein bisschen einen positiven Drive zu geben, wie wird man es denn nicht? Wie man genau korrupt wird, kann ich nicht sagen. Ich kann aber schon sagen, wie es einfach ist, dass man es, also ich finde diese Frage, wie immer diskutiert wird, auf was darf man sich einladen lassen. Ja? Also auf irgendwas um 10 Euro, um 20, um 50, um 100, ich finde das lächerlich, null. Null. Das ist eine einfache Grenze. Weil ich kann mir meinen Kaffee selber zahlen, und wenn ich mit jemandem essen bin, kann ich mir mein Essen auch selber zahlen. Und wenn mir das Lokal zu teuer ist, dann gehe ich dort halt nicht hin. Die Angebote gibt es
Also hat es früher mehr gegeben, das ist deutlich weniger geworden. Also früher war das nicht unüblich, dass man gefragt worden ist, ob man Karten für ein Fußballmatch haben will, das halt blöderweise in Barcelona stattfindet, inklusive Flug und Hotel. Oder irgendwelche Champions League-Finale oder sowas. Das war früher schon, da bist du gefragt worden. Oder für irgendwelche Bälle oder halt irgendwelche so Social Events, Salzburger Festspiele. Skifahren bin ich nie gefragt worden, aber also die Sachen bin ich gefragt worden. Und dann gibt es auch welche, die recht klar so, also vor allem die Glücksspielindustrie, die sind da. Am liebsten ist mir immer, wenn man sagt, und wenn Sie irgendwas brauchen, können Sie mir auch helfen. Sind immer die Liebsten, die denken, was soll ich von dir brauchen? Ja? Aber mehr oder weniger so deutliche Hinweise, man muss halt selber sagen, was man will. Aber quasi, wenn du fragst, dann komm mal ins Reden. Aber das hat ganz, ganz massiv abgenommen. Jetzt, entweder weil sie herumgesprochen hat, das ist sinnlos bei mir, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das hat auch etwas damit zu tun, dass es einfach viel mehr Awareness gibt dafür als früher. Also es gab ja auch wirklich, wir durften uns ja eine Zeit lang auf gar nichts einladen lassen und jetzt wieder auf, weiß ich nicht, 100 Euro oder sowas. Und da gab es bei uns auch, ehrlich gesagt, in der Politik auch viele, die der Meinung sind, das ist lächerlich, wieso dürfen wir nicht mehr einladen lassen? Ja? Also jetzt auf irgendwas oder was schenken lassen. Ja? Jetzt war ich dann halt immer besonders peinlich, muss ich sagen, weil ich habe auch den Greenpeace-Kalender zurückgeschickt zu Weihnachten. Aber was soll ich mit den Sachen? Ja? Ich brauche keinen Kalender von niemandem, auch nicht von Greenpeace. Nicht, dass ich die nicht mag, denen spende ich vielleicht was, aber ich brauche mir nicht irgendwas spenden lassen von irgendjemandem. Und wie oft die Angebote gehen ganz, ganz... Ich kriege auch keine Weihnachtsgeschenke mehr von irgendjemandem. Also, und das hat auch was damit zu tun, ich wollte niemals auf so eine Geschenkeliste von der BAWAG stehen, ehrlich gesagt. Also da hat es ergeben, der hat so Plastikkalender geschickt an 500 Leute und dann waren die Listen irgendwie im Untersuchungsausschuss und man dachte, sicher nicht, ja, einen Plastikkalender mir schicken, gleich zurückschicken. Wurscht, was daherkommt, weil die Schwierigkeit ist, wo ist die Grenze und es ist immer der erste Schritt, finde ich. Okay. Wir hätten euch heute auf die Getränke eingeladen am Podium, aber ich reden wir nochmal drüber nachher. Für einen Moment. Glaube ich, dass man einen sehr, sehr, sehr guten... Das ja. ist parteiintern. Das ist Familie. Wir reden dann drüber. Für einen Moment. Wir haben einen sehr stimmigen, interessanten, großartigen Abend gehabt. Nochmal herzlichen Dank an euch beide fürs Kommen. Ich glaube, Sie haben die beiden einen sehr, sehr großen Applaus noch verdient. Danke an euch beide nochmal für eure jeweiligen Beiträge, Österreich weniger korruptionsanfällig zu machen. Für heute haben uns natürlich alle noch Getränke verdient, es ist an der Bar, wir bleiben noch alle da. Wer mag, ratscht noch und vielleicht Selfies, weiß ich nicht. Jedenfalls danke fürs Dabeisein und schönen Abend noch. Okay.